Hey, hey und herzlich willkommen zurück zu Adobe Live. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Julia Zieger, ich bin heute euer Host und ihr seid dabei bei Tag 3 heute mit Oliver Wetter. Oliver, grüß dich. Ja, guten Morgen. Ich habe Oliver schon gefragt, ob er noch kann. Er meinte, er ist guter Dinge, alles wunderbar. Die Batterie ist aufgeladen, bis auf die von seinen Kopfhörern. Die hat halt den Geist aufgegeben. Aber alles in Ordnung, er hört uns, wir hören dich. Und genau, wir haben heute Tag 3 von einer wunderbaren, coolen 3-Tages-Session Digital Painting und Concept Art. Und der Oliver hat uns ein bisschen Einblick gegeben in seine Android Legacy-Reihe. Eine Reihe von richtig coolen Artworks, wo er aus Fotos von wunderschönen Frauen Androide, oder wie sagt man eigentlich, sind es ja Cyborgs, ne? Android ist ja gar nicht menschlich. Ja, Android ist eigentlich die männliche Form, aber entweder ja. Okay, also sind Cyborgs, sind halb Mensch, halb Maschine und genau das werden wir heute vollenden, denn wir haben die ersten 2 Tage schon kräftig dran gerödelt. Für alle lieben Leute, die gerade auf YouTube zuschauen, kommt mal rüber zu behance.net/live/de, denn da ist unser Chat und der ist auch schon mächtig voll. Da könnt ihr in Kontakt treten mit unserer Community und dem Oliver eure Fragen stellen. Und da sage ich mal Hallo, denn da ist auch schon der Andreas wieder am Start. Der war alle 3 Tage mit dabei. Auch der Thomas ist wieder mit dabei. Wunderbar, dass ihr alle mit dabei seid. Barbara ist da, Kerstin ist da, Stefan ist wieder mit dabei. Sean ist da, grüß dich Sean. Also wir haben wieder volle Bude und die Leute sind schon hellwach, anders als ich. Denn hier ist es gerade 4 Uhr geworden. So, Oliver, jetzt bist du dran. Okay. Zeig uns doch mal genau, was wir schon alles Schönes gemacht haben. Richtig, dann schwenke ich mal auf den Bildschirm. So. Genau, auch von mir auch erstmal noch guten Morgen alle zusammen und ich hoffe, ihr seid auch genauso motiviert wie ich. Yay! Ja, also, aber es ist so eigentlich der Punkt, wo man sagen muss an dem Bild, jetzt fängt es an, richtig Spaß zu machen und ich könnte jetzt... Hast du vorhin noch gesagt, der Zuckerguss kommt jetzt. Ja, aber auch so die Arbeit, die macht jetzt am meisten Spaß, wenn man schon so sieht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr es kennt, wenn man so drin ist und man ist so mittendran und man hat den Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt macht Spaß, jetzt willst du eigentlich gar nicht mehr aufhören, jeder Pinselstrich ist schön und diese Basis zu erreichen ist eigentlich dann eigentlich das Optimalste. So, das sieht jetzt schon so cool aus. Ich blende mal kurz aus, was wir gemacht haben. Damit haben wir Montag gestartet. Dann ist am Montag der Hintergrund dazugekommen. Ja. Und schon ein paar Basic Recharges, das haben wir am Montag hingekriegt. Gestern war ein bisschen produktiv, also gefühlt produktiver, wo es, glaube ich, gar nicht so war. Aber es ist halt, ich glaube, es ist in den Details, das sieht einfach so aus. So, dann haben wir die Basis gemacht mit der Silhouette. Und dann kamen die entsprechenden Teile mit rein, die Motorradteile. Und zu guter Letzt haben wir noch so einen Schlauch dahingesetzt, der das Ganze so ein bisschen zusammenbringt. Und das sind ja nur ein paar Ebenen, aber du hast in den 2 Tagen so viele coole Tricks gezeigt, Tipps und Software, die du benutzt, um das hier möglich zu machen. Die Leute waren total hin und weg. Ich glaube, da waren die ganze Zeit nur am Aufschreiben, was du alles für coole Tipps hast. Ja, das freut, so sollte es ja sein. Also ich hoffe, dass ich da wirklich alles zum Besten geben kann. Für heute habe ich noch ein paar Tricks aufgehoben. Die sind eher Richtung Feinschliff. Cinematik ist da so das Thema, also dass es aussieht wie ein Film, wie ein Stillbild, also quasi ein Standbild aus dem Film. Das ist so die Richtung, weil ab einem gewissen Punkt kann man sich ja entscheiden, soll es eher aussehen wie gemalt, das ist eher so die Michael Oswald Direction, sage ich mal, oder will ich haben, dass es aussieht wie ein Foto, das ist die Richtung, in die ich jetzt halt hier eingeschlagen habe und dann kann man halt schauen, was kann ich da machen. Ne? Und das will ich dann heute gerne noch zeigen. Sehr cool. Und heute haben wir 90 Minuten, von daher... Sehr gut. Kannst du dir ordentlich Zeit lassen oder es vollpacken, je nachdem, wie du möchtest. Ja, wir schauen, genau. Also üblicherweise ist es immer so, dass man gerne
so viel wie möglich unterkriegen möchte. Aber für mich ist ein Workshop einfach wichtig, dass so viel Input, also viel Infos, die möglich halt rüberkommen. Achso, apropos Infos. Ich habe gerade eben noch das dritte E-Book hochgeladen. Also da sind nochmal Schritt für Schritt alle Sachen drin, die wir heute machen. Und wer das auch, wer die letzten Tage schon runtergeladen hat, es gab jetzt jeden Tag ein E-Book. Und das sind alle Sachen nochmal zusammengefasst, aber mit anderen Worten nochmal erklärt, was in welcher Phase so wichtig ist. Also super, Oliver, vielleicht hilft das nochmal ergänzend zu dem Workshop. Oliver hat das großartig vorbereitet. Für jeden Tag war eine PDF dabei und ihr könnt da, der Link ist im Chat, den hat der Tim gerade gepostet. Da sind auch die Assets drin, das Foto, der Hintergrund, sogar die Pinsel hat der Oliver für euch da geteilt. Also Oliver hat immer super Content für uns. Ja, aber die Messlatte liegt ja auch sehr hoch. Wenn ich dann sehe, was ihr auch immer Schönes macht, und dann denke ich mir immer so, ach nee, da kannst du jetzt nicht einfach nur ein Video was machen, da muss auch ein bisschen noch Content mit dazu sein. Ich finde das so schön. Und dann kann man auch mitmachen, denke ich mal. Dann hast du auch was zum Anfassen. So, ich gehe jetzt erstmal noch ein bisschen an die Aufräumarbeit von gestern. Das ist ja gestern nur hier so reingeblendet. Ne? Alles mit einer Schnittmaske auf dieser schwarzen Ebene. Und finde das jetzt noch nicht so sauber ausgereift. Mhm. Und, da will ich jetzt einfach gerade mal noch ein bisschen dran gehen, die Sachen. Die Doris sagt ein großes Dankeschön an Oliver für die super Unterlagen. Gerne. Und wenn da irgendwie Fragen dazu sind, auch gerne im Discord schreiben. Ich schaue zwar nicht immer direkt rein, aber jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Stream schaue ich dann doch öfter mal rein und beantworte die Sachen dann. Ah, super Stichwort, Oliver. Für alle, die es nicht wissen, wir haben nämlich einen Adobe Live Discord Channel, der ist kostenlos, da könnt ihr euch registrieren, anmelden und da geht es nach dem Chat oder nach dem Stream immer weiter, da reden wir dann Backstage quasi. Die Aftershow-Party. Die Aftershow-Party, die Après-Ski-Party ist da. Ja, genau. Die Après-Brush-Party. So ist das. So. Ja, und das haben wir gestern noch gesagt, also hier der Wechsel zwischen den dicken und dünnen Linien, also finde ich persönlich halt sehr ästhetisch. Dadurch entsteht das so ein bisschen eine Spannung halt auch irgendwie. Ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Da ist jetzt auch gar nicht mehr so viel auszubessern hier. Das ist wirklich sehr schön. Ich bin immer noch hin und weg, wie du gestern diese Auto- oder diese Motorradteile da gespiegelt hast und da reingebracht hast. Und das sieht einfach aus wie gewollt. Haben wir gestern schon gesehen, das mit dem Kiefer sieht aus, als wäre das direkt das Scharnier von dem Kiefer, wo sie da sprechen kann. Wahnsinn. Deswegen ist es so wichtig, die Teile halt zu sehen. Und das war ja wirklich ein Zufall, dass das aussah. Das hier war schon so gedacht, okay, das könnte, wenn das so gespiegelt ist, eine Schulter sein, ja. Mit Wirbel. Aber dass es auch zusätzlich nochmal passt an der Stelle, das war wirklich ausprobieren, drehen. Also ich sage immer, man muss echt viel ausprobieren, weil gerade in dem Bereich, es ist sehr viel, also es lädt ja echt ein. Das digitale Arbeiten lädt ja zum Experimentieren ein. Ja. Und Fehler machen, was weil man ja sonst. Wenn man die Zurücktaste hat. Ja. Ja, aber auch einfach, weil man Ebenen hat und die durch die Gegend schieben kann und einfach mal schauen, was passiert, wenn ich das so mache und oder anders ausprobiere, was dabei passiert. Es ist oftmals, sieht es dann auch aus, wenn irgendwelche Profis, die man schon seit Jahren kennt, malen und denkt dann so, boah, ist immer alles perfekt, aber ich habe auch schon so vielen meiner Idole, sage ich mal, zugeguckt beim Malen und denke so, okay, so sicher sind die sich gar nicht. Ne? Die machen auch Fehler oder, ne, es sind keine Fehler. Es ist ausprobieren, merken, ne, es klappt nicht, dann mache ich was anderes. Ne? Und das wird irgendwann dann eher so eine zweite Natur, so eine Routine wird das dann. Ja, dass man eigentlich besser, das ist besser, dass man sich sicher ist, Fehler zu machen und damit okay ist, anstatt für alles eine Sicherheitslinie zu, also eine Reißleine genau. zu haben. Ja, das ist es. Genau das. Also es geht ja, du kannst es nicht alles von Anfang an perfekt machen. Ne? Man kann gut vorbereitet sein. Und es gibt natürlich Künstler, wenn ich mir jetzt da diese Speedpainter anschaue, die dann in Fernsehshows ein Bild anfangen, auf den Kopf zu malen, dann drehen sie es herum, nach 60 Sekunden ist ein Porträt gemalt. Ne? Ja. Das sind so Sachen, die sind zwar sehr beeindruckend, aber das ist 100% getaktet und getimed und er weiß genau, was er macht und er kann auch nur dieses eine Porträt machen. Und sonst das ist ja eigentlich mehr Performance als das ist Performance. Concept Art, ja. Ja, genau. Also da ist auch Kreativität drin, aber anders. Ne? Da geht es wirklich mehr um die Show. Ja, Entertainment ist das. Ja, so kann man das nennen. Ich glaube, das ist mehr, oder nennt man das Arttainment? Arttainment. Oder Performance. Christine sagt, ich finde es gut, dass mal wieder 3 Tage sind. Ja, nächste Woche machen wir das genauso. Ich finde das auch gut. So haben wir ja gestartet bei Adobe Live. Das war damals noch, Match, ja. Ja, damals war das noch vor Ort in München. Und jetzt haben wir das wieder eingeführt, damit die Leute mehr Zeit haben hier, der Oliver mal ordentlich in Ruhe arbeiten kann.
Ja, also mir ist wirklich aufgefallen, so 1,5 Stunden einen kompletten Workshop zu machen, ist extrem schwierig. Also ja, man hat dann schon so ein bisschen gestresst, gehetzt und hat dann auch den Eindruck, man kann gar nicht so viel Content mitgeben, weil auch nicht jeder das so verarbeitet oder ja, ne, man braucht ein bisschen seine Ruhe dazwischen, wenn man dann mal wirklich was mitmachen will. Auch das hier ist eine Sache, die sagt man sich, oh, ist ganz nett anzusehen, mache ich vielleicht irgendwann mal mit und irgendwann kommt der Tag und dann sagt man sich so, jetzt mache ich das. Und dann muss man es ja auch nicht an einem Stück machen. Dann kann man ja wirklich sagen, ich mache das heute, mache ich das, morgen das, übermorgen das. Finde ich super. Also, und wir haben ja auch die Replays. Christina hat auch schon gesagt, sie hat die Konserven geguckt von dir, Oliver. Tolle Arbeit. Super, das freut. Ja, jetzt kommen halt so die Sachen raus, beim Malen so ein bisschen das weglassen, was man halt eben nicht sehen will und das hervorheben, wo man denkt, das ist halt wichtig. Das ist gerade so die aktuelle Arbeit. Ist auch ein bisschen dröge halt leider. Nur da kann man halt nichts gegen machen, liegt in der Natur der Sache. Aber ja, es muss gemacht werden. Ne? Das ist aber eigentlich eine spannende Arbeit, weil du da jetzt diese Räumlichkeit reinbringst. Du modellierst ja richtig. Genau, das geht normalerweise im Wechsel einfach mit einem Pinsel, den ich dafür habe. Und dann wechsle ich schon mal zwischendurch mit dem Wischfinger, bei dem ich halt nur schaue, dass er nicht auf alle Ebenen wirkt, sondern nur auf die, die ich gerade angelegt habe. Und da kann ich dann recht schnell ein bisschen was verwischen, was jetzt sonst zu unsauber aussieht. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Ne? Also ich meine, dann oder jetzt wie hier beim okay, da kommt gar nicht so viel Licht dran. Da muss ich wohl auch ein bisschen Schatten drüber legen, damit das nicht so 100% aufgeklebt aussieht. Ja, das sind so viele Sachen, auf die man achten muss, was auch mit Anatomie zu tun hat und was jetzt leider hier oder was jetzt hier gar nicht so vorkommt, was mir bei den anderen Bildern aufgefallen ist. Dazu habe ich auch noch was in dem Handout, also in diesen E-Books halt drinstehen. Das sind gerade solche Kanten, wie jetzt hier. Da wäre es normalerweise halt auch sehr wichtig, diese Kontur nachzugehen. Dann entsteht auch wirklich so der Eindruck, okay, das ist wirklich dreidimensional, das ist nicht nur aufgeklebt oder Bodypainting. Ja. Wenn man die Chance dazu hat oder hier an der Stelle, genau wie hier, und hier sind auch noch so ein paar Stellen, da werde ich das nachher noch machen, dann entsteht auch so ein bisschen dieser glaubwürdige Eindruck. Ich denke, das ist das bessere Bezeichnung. Realistisch kann man sowieso nicht so sagen, aber dass es halt glaubwürdiger rüberkommt. Also auch eine Frage für dich aus dem Chat. Ja. Katharina möchte wissen, die wurde vielleicht schon gestellt, die Frage, aber sie ist heute das erste Mal dabei. Welches Zeichentablett benutzt du denn, Oliver? Ich arbeite aktuell mit einem XP-Pen 24 Zoll. Das ist, glaube ich, Artist Pro Serie nennt sich das. Also hat links und rechts so rote Kreise dran, also Räder zum Drehen. Damit kann ich hier ein bisschen rotieren oder rein und rausnehmen. Ist das ein Display-Tablet oder einfach nur ein Tablet? Das ist ein Pen-Display, genau, richtig. Ich hatte vorher mit Wacom gearbeitet und da gab es ein paar Probleme mit und seitdem hatte ich eine gute Gelegenheit, auch mal einen XP-Pen zu testen, bevor ich mir das hier zugelegt hatte. Also ich hatte von denen dann für ein Review in meinem Blogpost halt eins zugeschickt bekommen, ein Testmodell. Cool. Das war allerdings das 22er, war mir ein bisschen zu klein persönlich. Und dann habe ich halt geguckt, na, was haben die denn sonst noch so im Programm? Und weil ich da wirklich mal einen Monat mit gearbeitet habe, erst gedacht, boah, ich habe vorher das 32 Zoll Wacom-Tablett gehabt. Das ist ja schon so ein Riesenbrocken, da sieht man gar keinen Tisch mehr. Ja. Und dann habe ich gedacht, und dann auf 22 Zoll runter, gedacht, boah, das wird auch eine Umstellung sein. Aber ich habe mein Schreibtisch wieder gesehen, ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt und war schön. Und habe ich gedacht, Mensch, und das wirklich, 24 Zoll würde reichen. Also manchmal muss man so ein bisschen seine Ergonomie, Arbeitsplatzergonomie hinterfragen. Und dann waren auch verschiedene Sachen im Raum, wie auch Stromverbrauch und Wärmeentwicklung. Also es gab viele Gründe, warum dann dieser Wechsel stattgefunden hat irgendwann. Aber ich komme damit super klar, kann es auf jeden Fall empfehlen. Aber hast du gemerkt, dass das für deine Schulter besser ist, weil du den Arm nicht mehr so hoch halten musst? Ich arbeite schon lange mit einem Pen-Display. Von daher, also ich habe letzten Endes da verschiedene Haltungen. Aber beim Sitzen ist es schon eine recht gerade Haltung. Also man muss natürlich aufpassen, dass man nicht so abrutscht. Also ich habe eher das Problem, dass ich, wenn ich, sage ich mal, schreibe, dass ich dann halt nach vorne mich lehne, weil ich die Tastatur hier oben habe. Da ist eher die Gefahr, als wenn ich beim Malen jetzt so den Buckel mache. Das passiert nicht so oft, zum Glück. Christine sagt, sie sucht ein 32-Zoll-Tablett, aber das gibt es wohl nur von Wacom. Gibt es wirklich nur von denen, ja. Und da muss man halt eben gucken. Ich habe
meine Erfahrungsberichte halt im Blog, leider in Englisch halt, aber auf meiner Infoseite ist der Blog dazu, meine Erfahrung ein bisschen geschildert. Vielleicht hilft das ein bisschen bei der Entscheidung. Ich bin da ein bisschen gebranntes Kind, möchte da nichts sagen dazu. Kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber der Markt ist mittlerweile auch so voll. Also man hat ja, was gibt es hier, Huion gibt es noch als Anbieter. Stimmt. Dann gibt es noch, wie gesagt, XP-Pen ist mittlerweile auch sehr bekannt geworden. Und dann gibt es noch ein paar andere. Und die können sich alle durch die Bank weg sehen lassen, qualitativ. Was ich jetzt nur als wichtig empfunden habe, ist halt, dass die Auflösung einigermaßen stimmt. Bei dem hier, oder was ich jetzt als eine sehr angenehme Auflösung finde, es muss nicht immer HD sein oder 4K. Mhm. Hier das hat zum Beispiel 24 Zoll und 2,5 K Auflösung. Also ich glaube, es ist nur QHD, nennt sich das. Ja. Und du siehst keinen Pixel. Also es ist perfekt von der Auflösung. Ja, das ist gut. Bei der sonst halt die Augen anfangen weh zu tun. Ja, genau. Und man sieht aber trotzdem, also bei kleineren hat man schon wieder so, da ist dann die Diskrepanz zwischen Pixel und DPI-Auflösung nicht mehr so gut. Dann wird es ein bisschen schwammiger halt einfach. Also von den Augen her ist das sowieso nicht so problematisch, aber es ist halt von der Wahrnehmung. Und natürlich die Auflösung bietet halt, na klar, wenn du halt ein 24 Zoll hast und du hast 4K-Auflösung, dann hast du mega viel Platz, aber alle Schriften, alles wird super klein. Das heißt, dann bist du wieder mit der Lupe dran und das geht wieder auf den Rücken. Ne? Ja, das ist interessant. Christine sagt, sie hat auch deinen Bericht gelesen. Ja, okay. Das freut. Ja, es ist halt die Frage, was man braucht. Ne? Ich habe auch erst gedacht, also 32 ist super, du kannst ja alles mitmachen. Ne? Aber man muss sich einfach klar machen, der Schreibtisch, den siehst du nicht mehr, der ist weg. Und schwer sind die oft auch, ja. Das ist leider echt so ein Problem. Die Größe ist ein Segen in einer gewissen Weise, weil man alles damit machen kann. Aber dann ist aber auch der Rand so dick und alles. Also ich sag mal, hier eine Maus zu benutzen auf der einen Seite und die Tastatur auf der anderen, das geht fast nur noch so. Ja, genau. Ich hatte also mal das Wacom 27 QHD mit Touch und ich arbeite unglaublich viel mit den Shortcuts. Und ja, so gar nicht wohin mit meinem Keyboard. Ja. So, jetzt fange ich hier schon direkt ein bisschen an mit ein paar Arbeiten an den Highlights, dass es halt so ein bisschen dreidimensional wird. Versuche schon mal direkt in den Schatten reinzumalen, wo es halt jetzt geht. Dann habe ich schon mal in einem Schritt das alles erledigt. Ich kann überlegen, das macht jetzt hier nicht so viel Sinn. Hier habe ich ja gar nichts drauf. Ich muss halt auf einer neuen Ebene machen. Naja, das ist halt so. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine Ebene machen. Was ich sonst gerne mache, ist hier eine Ebene auserkoren für eine gewisse Aufgabe. In dem Fall mache ich jetzt zum Beispiel blau. Hier habe ich grau, weil das jetzt wirklich nur für Retouching war. Mhm. Und das Blau ist jetzt für mich Overpainting oder Sachen wie Details, damit ich das nicht immer suchen gehen muss. Ja. Gibt ja viele, die beschriften ihre Ebenen immer. Ich mache das nur mit Farbkodierung. Das ist auch eine gute Idee. Hilft dann meistens ja auch schon. Ja, und Christine sagt, sie hat ein 4K auf dem Schrank liegen und ein 32 Zoll M hat sie auch. Und Thomas sagt, und da muss man vor allem das Muskeltraining für die Arme betreiben, weil das Ding ist furchtbar schwer, das stimmt. Das ja. Ist, wie ein Auto, ja. Ja, ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ne? Tim sagt, ich würde mir die Qualität des iPads als Grafiktablett wünschen, etwas größer und Apple Pencil kompatibel. Das wäre wirklich ein Traum, da bin ich das voll bei dir. Freund. Ja. Das stimmt, da stimme ich voll zu. Da habe ich auch schon lange drüber nachgedacht, aber naja, der Vorteil beim Tablet ist natürlich halt die Portabilität, ne? Und da fangen dann auch die Probleme an. Entweder habe ich ein kleines Tablet, auch bei den, ob es jetzt XP-Pen oder Wacom ist, entweder habe ich was Kleines, was mobil ist, dann habe ich halt nicht so viel Platz obendrauf, ne? Aber trotzdem noch eine gute Auflösung, oder aber ich habe es halt stationär und dann ist es wirklich ein Brummer, ne? Und dann, man muss halt für sich, glaube ich, die richtige Größe finden. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit dem 24 Zoll für mich gemerkt, brauche gar nichts Größeres. Und ja, das war jetzt eine Reise von, keine Ahnung, mit Sicherheit 8 Jahren, ne, um da hinzukommen. Ich hatte erst ganz klein, ich habe mit dem 13 Zoll angefangen, danach kam das 27er, dann das 32er und jetzt wieder 24. Und das ist so die goldene Mitte. Ne? Also ich habe vorher mal gesagt, 27 ist perfekt. 27 mit der mit einer 4K-Auflösung wäre auch noch okay.
Aber man darf natürlich nicht das Gewicht vergessen. Da gibt es ja auch diese höhenverstellbaren Sachen oder diese Schwenkarme. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Realität sieht es so aus, das Ding steht und du bewegst es nicht mehr. Ja, und du brauchst einen extra Schreibtisch dafür. Ja, oder ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, naja, zum Malen zieh es runter und hast halt wirklich diesen schwenkbaren Arm, dann stellst du es hoch und dann hast du das Monitor. Das ist okay, das verstehe okay, ich. Okay, ja. Aber diese Schwenkarme und dann drehst du es oder so, das machst du mit dem großen Teil einfach nicht, weil das ist so schwer. Ja. Und dann wobbelt es noch hin und her. Und nee. Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, das ist leider dann... Andrea sagt, gut, dass ihr das sagt, ich überleg mir gerade einen Großrost zuzulegen, aber es gibt mir jetzt zu denken. Ja. Ja, man muss einfach Leute, genau, das ist, glaube ich, das Gute dabei und das sollte man auch in der Community machen, definitiv auch mal bei Discord oder in seinem eigenen Facebook-Channel. Einfach mal die Leute fragen, ob jemand damit Erfahrung hat und sich all diese Erfahrungen anhören. Ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile, man muss dann sich selber entscheiden, ob für einen selbst die Vorteile überwiegen oder eben nicht in dem Fall. Das kann man leider nicht pauschal sagen. Ja. Doris sagt, sie hat einen 32 Zoll Wacom und das mit der Tastatur ist für sie auch ein großes Problem. Ja, also ich habe mir dabei geholfen, jetzt vielleicht ein Tipp. Und zwar gibt es von Cintiq, es gibt eine Cradle dafür, die kann man oben drauf schieben. Ist ein Kunststoffteil, gibt es leider nur aus Amerika. Und dort ist ein Klettband drauf, da kann man seine Tastatur draufkleben. Und das schiebt man einfach oben auf das Wacom drauf. Das heißt, man kann eine Hand oben an die Tastatur legen, kann malen. Ich finde es auch sehr angenehm, oben die Arme aufzulegen auf dem Tablet und dann zu tippen. Das ist schon manchmal auch eine Entlastung für die Schulter. Okay. Also diese Cintiq gibt es halt für 27er und für das 32er auch. Ist allerdings nicht ganz billig und dann kommen noch halt Versandkosten dazu nach Deutschland. Wer eins möchte, kann mir Bescheid sagen. Ich komme im März zurück, dann habe ich für euch alle welche mit im Gepäck. Das lohnt sich. Probier es mal aus. Vielleicht ist auch ein Review wert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine Markt. Also die haben wirklich eine Nische da gefüllt, weil das habe ich sonst noch von keinem Anbieter gesehen. Mhm. Cool. Und die Position seitdem, ich habe das jetzt auch nicht mehr. Bei mir klappt das nicht, weil der Rand oben so dünn ist. Das geht halt auch nur bei Tablets, die oben wirklich einen dicken Rand haben. Und bei dem, was ich jetzt hier habe, habe ich mir selber was gebastelt. Ne? Ich bin halt so ein Bastler und dann, das geht natürlich auch. Man muss ja nur die Tastatur oben stehen bleiben. Wie sie da hinkommt, ist ja eigentlich egal. Und die Katharina sagt, sie hat auch ein X-Pen-Tablet ausprobiert, aber da funktioniert leider nicht so gut mit der Apple-Software. Hast du das auch erlebt? Inwiefern mit Apple, also mit Betriebssystem Apple oder jetzt? Wahrscheinlich mit Treiber oder ja, mit der Software. Ja, also gut, ich hatte allein wegen dem Review auch mit XP-Pen in Kontakt gestanden und die hatten mit einem Treiber tatsächlich ein paar Probleme gehabt. Wie sich dann aber später herausgestellt hatte, war es nicht der Treiber, der Probleme gemacht hat. Es war irgendwie so eine nervige Werbe-Add-on von Corel Painter, die immer wieder dazu geführt hat, dass der Fokus weg war. Und dann hat sich die ploppt immer unten im Display auf. Das ist so doof. Und dann ist es passiert, dass der Cursor bei mir jedes Mal, also ich habe die Kalibrierung gemacht und dann ist der Cursor irgendwann später 3 mm nach unten wieder verrutscht. Jedes Mal, das war nur ein ganz kurzes Fokuswechsel, also irgendwie, und dann wieder war ich in meinem Programm. Also es ging ja so schnell, aber jedes Mal danach war der Cursor verrutscht. Ich dachte, ja, das kann ich auch nicht fassen. Wochenlang mit denen hin und her geschrieben. Und dann bin ich irgendwann über so eine Software gestolpert, so eine Keylogger-Software, die stellt dann fest, welches Programm gerade den Fokus stiehlt. Mhm. Und dann habe ich das rausgefunden, dass das Corel war. Ja. Wahnsinn. Gesundheit. Das ist die Katze. Wer niest denn da? Ach so, dein Kater. Der Kater niest, ja, der hat momentan irgendwie... Gesundheit. Oh. Bless you. So. Ja, ein bisschen nacharbeiten. Tim sagt, deine Katze hat vielleicht eine Katzenhaarallergie. Das kann gut sein. Bei so vielen Katzen im Haus ist das zu überlegen. Oder Kater mit Menschenallergie, sagt Christine. Mit welcher Allergie? Menschenallergie. Menschenallergie, ja, das kann natürlich bei. Ja. So viele sind jetzt gar nicht hier. Katharina sagt nochmal, sie hatte Probleme mit der Kalibrierung und das Zusammenspiel mit Illustrator war ständig schwierig. Okay. Ja, mit Illustrator kann ich jetzt nicht mitreden. Aber mit Photoshop. Genau, wieder ein Motorrad. Aber mit Photoshop habe ich ehrlich gesagt keine Probleme. Also das hat sich.
Ja, es war tatsächlich anfangs auch diese Kalibrierungssache, aber seitdem der letzte Treiber raus ist, habe ich das nie wieder gehabt. Und das ist jetzt schon seit über einem halben Jahr. Ja, also seit Oktober auf jeden Fall. Okay. So. Ja, ich habe nämlich gerade festgestellt, das sind noch ein paar Sachen, die gefallen mir nicht so. Und ich glaube, nee, ich mache das anders. Muss ja schon ein bisschen vorausdenken. Und gibt eine Stelle, die gefällt mir jetzt noch nicht so, oder ist da so ein Logikproblem? Und das wollte ich mal ausprobieren, ob ich das vielleicht mit einem Add-on lösen Du kann. Fuchs. Naja. Die goldenen Teile von der Maschine sehen auch cool aus. Meinst du, ist hier die lackierten? Ja, das ist natürlich schön lackiert. Die können wir nicht gebrauchen hier. Das wäre was für einen Samurai, falls du noch einen Androiden dazu machen Stimmt. möchtest. Ach, guck mal hier, das sieht doch schon gar nicht Das schlecht sieht sehr gut aus. aus. So, vielleicht das Teil noch für. Keine Ahnung, was ich denn da gemacht habe. Wir sind das hier so angeschnitten. Sehr eigenartig. Aber wir haben unseren Stopfen. Das ist doch schon mal was. Jetzt reduziere ich das hier runter. Dann sehen, setzen wir es unter die Farbgeschichte. Schon sieht es aus, als wenn es dahin gehört. Sehr cool. Ja, genau unter die Farbebene, ne? Ja, richtig. Das war jetzt noch das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat. Ja, manche Sachen, die gehen dann so einfach, da brauchen wir gar nicht mehr drüber nachzudenken. Ja, Und ist glaube Wahnsinn. eigentlich, Wie aus einem Guss sieht das jetzt aus? ja, und das nur durch den Blendmodus mit der Farbe dann eingestellt. Und das ist ja das Schöne bei dem Motorradteil. Es sind so viele verwinkelte Sachen da drin und das ist ohne weiteres möglich, da irgendwas raus nochmal reinzustöpseln. Also ich könnte jetzt noch, glaube ich, 3 Stunden weitermachen, einfach nur Motorradteile da dran zu machen und auf, keine Ahnung, reinzuzoomen und in jede kleine Kante hier noch was reinzumachen. Ja. Weil es passt, du siehst es nachher auch nicht mehr, dass es einfach nur reingesetzt ist. Aber ab irgendeinem gewissen Punkt sieht man den Unterschied ja auch nicht mehr. Also, und da ist dann die Frage, wo höre ich denn auf? Und ja, das ist jetzt. Da fängt es schon an mit dem Detail hier. Aber das sind Sachen, die muss ich natürlich aufräumen, weil das ist noch von einem Bild vorher. Ich glaube aber, das ist auf der Ebene. Da muss ich noch ein bisschen. Jawohl. Brauche ich gar nichts drüber zu malen, da muss ich einfach nur hier. Ach, da war nur ein Loch in der Maske. Genau, das heißt, die Maske, ich habe ja da gestern alles das schwarz gemacht mit der Silhouette. Und das habe ich halt einfach nicht richtig gemacht an der Stelle. Keine Ahnung warum. Das ist halt. Ja, da habe ich mir schon überlegt, wäre es sinnvoller, 100% mit Deckkraft zu arbeiten. Aber ich mag halt, wie ich gestern gesagt habe, diese Marker, Überlagerungen. Und das ist so, man kann sich dann langsam rantasten. Und später kann man es ja immer noch auf 100% deckend setzen. Aber ja, genau. Der Rest ist jetzt sowieso viel von Hand anpassen und überarbeiten. Dann Übergänge malen. Und halt eben diese Lichtkanten hier. Und ich habe eben noch was festgestellt, noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Aber das werde ich jetzt in dem Zusammenhang auch gleich noch ausmerzen. Ja, irgendwann kommt dann der Punkt, an dem es dann halt auch, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, wo man sagen kann, jawohl, jetzt nimmt es langsam Form an oder es sieht realistisch aus irgendwie. Also ich nehme sehr häufig hier die Farben auch von der Haut auf, weil das sind ja schon Farben, die existieren, da muss ich keine neuen reinbringen. Und Ja, dann sieht das auch stimmig aus. genau. Es gibt mit Sicherheit auch hunderte Arten, wie man das hier anders machen könnte. Aber wie ich auch gestern schon mal gesagt habe, ich mag halt eben, wenn es ein bisschen natürlich aussieht. Und das kriege ich halt eben nur hin, wenn ich es male. Das ist halt das Problem. Da kann ich auch direkt gegensteuern, wenn ich merke, es ist zu hell oder zu dunkel. Viele Sachen, die dann generativ sind, wie jetzt halt mit Füllebenen zu arbeiten oder mit Pfaden, die dann umgewandelt werden in Bindestriche oder in, ne, da kann man auch arbeiten mit. Kennt zum Beispiel jemand, der macht eine Auswahl komplett nur mit Pfaden und wandelt die dann nachher in Auswahlwerkzeuge Ja, um. ja. Das Das ist habe ich mich perfekt. auch gefragt gestern, ob das auch noch was für dich wäre. Ja, habe ich mir schon angeguckt, aber ist einfach nicht so mein Ding. Also ich komme damit nicht so klar. Also sagen wir mal so, ich habe es ist halt dieses,
Schnelligkeit versus Genauigkeit. Und ich bin da eher schnell und gehe dann lieber nachher mit der Maske nochmal rein, wenn ich merke, ich muss noch ein paar Details rausholen. Kann man ja back and forth einfach vor sich hinschieben. Und es ist ja nicht zwingend notwendig. Das spart man sich halt dann einfach nur mit der exakteren Auswahl. Mhm. Aber das ist halt, ich glaube, ein bisschen auch vom Prozess abhängig. Bei mir ist der Prozess einfach sehr chaotisch teilweise. Ich muss was sehen und dann kann ich entscheiden, ob es gut ist. Und deswegen muss ich sehr viel drauflegen, wieder wegnehmen, draufbringen, wegnehmen. Mhm. Und das kann man halt nicht planen. Also wenn ich genau exakt weiß, das ist die Form, die ich brauche, ja, dann stimme ich voll zu, dann muss das so sein. Und alles andere wäre eine Zeitverschwendung. Das habe ich auch in meiner Zeit als Dozent auch einfach gemerkt. Ich kann nicht jedem sagen, mach's doch so, sondern ich habe auch immer gesagt, versuch's mal so. Vielleicht bist du ja der Typ dafür, vielleicht kommst du damit klar. Und es ist genauso, wie es halt auch Leute gibt, die können super mit Strichenzeichnungen, also Zeichnungen arbeiten, mit Linework. Und dann gibt es andere wie mich, die arbeiten lieber mit Bold Brushes oder Shapes. Das sind dann halt die Shape-Typen. Und dann kannst du legst eine große Form drauf, radierst was weg, formst es so, wie du es brauchst und weiter geht's. Andere müssen wirklich alles mit einer Linie durchzeichnen. Ja. Und das hat auch seine Berechtigung. Und wenn du weißt, was du für ein Typ bist, ich denke, dann fällt vieles leichter. Dann spart man sich, kann man sich ein bisschen Zeit sparen. Das finde ich gut. Kreative Typberatung. Ja. Aber das muss man alles selber rausfinden. Ich glaube, da gibt es leider niemanden, der einem das sagen kann. Ja, und dann gibt es auch die in beide Gruppen fallen, also die beides können und dann sich nicht entscheiden können, was sie machen. Also ich glaube, dazu zähle ich auch, weil ich habe früher sehr viel gezeichnet. Ja. Ja, aber wenn man beides kann, ist es halt kontextabhängig. Dann kann man ja wählen, wann es am besten passt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Viele Wege führen nach Rom. Doris sagt, super, arbeiten alles fast nur mit einer Pinselspitze. Ja, ich habe tatsächlich Pinsel mir so eingestellt. Also das hier ist auch mein Lieblingspinsel. Den habe ich mir so eingestellt, den kann ich in einer Größe. Wow. Kann ich so arbeiten. Und deswegen brauche ich da nicht viel zu machen. Ich muss halt nur mit der Druckempfindlichkeit ein bisschen arbeiten. Und wenn der einmal richtig eingestellt ist, dann kann ich wirklich alles damit machen. Der ein Allround-Pinsel. Genau, ein Allrounder. Und das ist halt so schwierig, da, wenn ich mich so daran gewöhnt habe. Habe ich halt eben auch versucht, den in anderen Programmen oder halt auch fürs iPad so zu bauen. Und da ist mir zum Beispiel der Pencil dazwischen gekommen, der einfach partout nicht, also ich habe mir den selber nachgebaut in verschiedenen Programmen, aber es ist ein anderes Handling. Ich kann leider nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es liegt auf jeden Fall an der Hardware. Mhm. Ein bisschen auch an der Software, je nachdem, weil Photoshop ist dann nochmal anders als jetzt andere Programme wie Procreate oder Paintstorm. Da liegt es natürlich auch noch mit zum Teil dran, dass die Pinsel anders, muss man sich ja dann nachgestalten, weil es ja nicht so, also man kann ja seine Photoshop-Pinsel zwar importieren, aber die werden ja anders interpretiert. Ja, die Brush Engine ist ja ein bisschen anders da. Ganz genau. Und weil das halt fehlt oder anders ist und dann kommt noch diese andere Hardware dazu, allein schon mit der Neigung, das ist seltsam. Also man kann nicht einfach sagen, ja, das ist genau dasselbe. Es gibt Unterschiede, würde ich jetzt mal so sagen. Ah, die Katharina sagt, ich muss weiterarbeiten. Danke für den Austausch und die schöne Arbeit. Der surrealistische Aspekt bei digitaler Illustration spricht mich sehr an. Mach's gut, Katharina. Schön, dass du dabei warst und vielleicht bis nächsten Montag. Ja. So, jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo wir eigentlich schon die Highlights reinsetzen können. Alles auf einer Ebene. Alles auf einer Ebene. Ja, es macht hierbei nicht aus, weil ich ja weiß, das ist jetzt die Overpaint-Ebene. Und wenn ich da was brauche, kann ich mir das ja schnell wieder rausnehmen. Ja, es ist, weil die Haut sehr hell ist. Normalerweise fällt das ein bisschen besser auf, weil bei normaler Haut kannst du ohne weiteres noch einen Ticken heller gehen, aber hier noch heller geht ja nicht. Da habe ich auch gerade gedacht, würdest du da jetzt vielleicht mit einem Adjustment Layer das ein bisschen tönen oder ein bisschen dunkler machen? Die Überlegung wäre tatsächlich, die Haut noch ein bisschen dunkler zu machen von ihr. Also, das weiß ja wirklich, das ist ja schon komplett weiß, da sieht man gar keinen Unterschied mehr. Ne? Genau, also das sollten wir auf jeden Fall, würde ich das mal machen.
Da haben wir leider uns selber ein Eigentor geschossen. Das ist nämlich entweder hier oder auf einer anderen Ebene habe ich das gemacht. Ah, nee, Quatsch. Ich habe die Retouch. Ah, die Retouch ist da. Ja, genau. Daran liegt das. Ja, und schon sinkt das da oben. Ich habe sowieso noch festgestellt, ich muss hier noch ein bisschen die Hautfarbe wegnehmen, weil wenn man schon so konsequent ist, also was ich natürlich schon ganz gerne mag, sind, dass schon an ein paar Stellen so ein bisschen Haut durchkommt, das ist so dieser Bouguereau-Effekt, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass halt so Nase, Mund, Knöchel und so weiter sind alle ein bisschen, sehen ein bisschen durchblutet aus und alles andere ist halt total blass. Ne? Ja. Diese Ästhetik mag ich halt schon, aber man muss halt eben schauen, ob es wirklich mit der Haut nachher passt oder ob ich dann hingehen muss, das eher in so ein Violett oder, keine Ahnung, was Blaues packen muss. Das ist aber was diktiert das Konzept nachher. Und da habe ich selber jetzt nicht so einen Einfluss drauf. Und, ja. Also insgesamt muss die Haut nachher auch noch glatt gemacht werden. Aber ob man das heute schaffen oder ob das im Stream klappt, weiß ich nicht. Ich denke, das wird noch ein bisschen Fleißarbeit sein heute Nachmittag. Ist ja auch nicht so wichtig für das Konzept, muss man jetzt erstmal sagen. Das ist so Detailarbeit. In der Größe sieht es ja auch super glatt aus. Ne? Ja. Ich würde es jetzt nicht hochglänzend machen, wie bei dem einen oder anderen Bild. Ich würde es eher satinmäßig matt machen. Aber hier ist tatsächlich, wenn man dann zu nah reinzoomt, ja, ist es ja... Okay, es hat was gemalt. Das passt natürlich auch noch in einer gewissen Weise. Aber mal gucken. Ich denke, die Haut muss schon noch ein bisschen glatter werden. Naja gut, alles offen. Das ist ja das Schöne daran. Man kann es ja ausprobieren. So. Jetzt sieht man das Highlight sehr schön. Ja, so sollte es sein, dass das ein bisschen auffällt. Ich glaub, sieht oben sogar aus, als würden sich diese Teile so ein bisschen biegen. Das hat auch was. Richtig. Das ist ein positiver Nebeneffekt davon. Das ist ja auch das, was wichtig ist, dass man diese, das mit den Lichtern halt auch richtig erkennt. Denn alleine schon, dass wir ja hier bei den Retouch-Geschichten noch hier das Gesicht abgedunkelt haben, das nehmen wir die ganze Zeit so alles gegeben hin. Aber so war es vorher, ne? Ja, stimmt. Und das sieht dann halt wirklich aus wie aufgeklebt. Und diese Rundung, die kommt dann viel besser rüber, wenn man ein bisschen Licht und Schatten reinmalt. Ist ja, vielleicht auch noch nicht hundertprozentig, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber das wird. Ich denke, wir sind schon ein kleines Stückchen näher am Ziel. Ja, das sieht schon sehr cool aus, so ausgezoomt. Ja, macht Spaß. Ne? Also das ist jetzt so der Punkt, der richtig Freude macht. Und da kann ich jetzt auch Stunden dran versenken, nur an diesen Details zu arbeiten. Du hast jetzt noch circa 50 Minuten. Ja, das geht ja noch. Wunderbar. Da sollten wir noch was hinkriegen. Habe ich gestern hier noch ein paar Details gehabt? Wo liegen jetzt? Gestern einen Schatten gemalt hier oben. Ja, da muss ich den mal sehen. Da ist er. Ja. Wenn ich schon gerade mit dem Weichzeichner dran bin, also mit dem Wischfinger, kann ich den natürlich auch noch ein bisschen schöner machen. Wir haben ja ein paar schöne Kanten, die wir noch hervorheben können. Und wenn das ja immer nur so draufgelegt ist, dann nimmt das erstmal sehr viel weg. Und ich denke, es ist immer wichtig, wenn man nachher nochmal diese Kanten sich vornimmt und mit dem Wischfinger. Ich meine, es gibt, ich glaube, da gibt es auch Diskussionen darüber, Wischfinger oder Mischpinsel. Ich benutze beides gerne. Was ist denn dein Favorit, Julia? Ich glaube, ich würde eher den Wischfinger nehmen als den Mixer. Ja. Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht oder ist das jetzt einfach so aus Erfahrung heraus? Nee, einfach nur aus Gewohnheit, glaube ich. Okay, ja. Ja, das haben nämlich die meisten. Also ich auch im Grunde. Ich habe aber auch eine Zeit lang mal viel mit dem Mischpinsel gemacht. Also mit den Landschaftsbildern mache ich das, nutze ich ja sehr häufig, weil man da schöne Akzente setzen kann. Ne? Also wenn du eine gerade Kante hast und du willst sie ein bisschen aufbrechen, da sind die Mischpinsel super gut für geeignet. Aber wenn es jetzt gerade darum geht, mal ein bisschen Schatten zu verwischen, eine harte Kante rüber zu machen. Normalerweise habe ich einen Tastenkürzel für den Wischfinger. Den habe ich jetzt hier bei dem neuen Rechner noch nicht. Dann gehe ich da gewohnheitsmäßig auch lieber mit dem Wischfinger drauf. Und ich habe eine sehr schöne Pinselspitze mal gefunden. Die ist sogar in jeder Photoshop-Version drin. Ich kann euch mal kurz zeigen. Einfach nur, dass man... Ist vielleicht auch ganz interessant, die Lieblingspinsel von jemandem rauszufinden. Ja. So, und wenn ich hier meinen Wischfinger habe, das ist... Ich schaue mal gerade, ob ich die Pinselspitze finde. Genau, so sieht die halt aus.
Sieht aus wie so ein, naja, ich kann es jetzt gar nicht so sagen, wie so ein Totem oder, also wenn man sich in Größe anschaut. Und dann, was ich halt immer sehr gerne mache, ist, ich schalte den Abstand komplett aus. Mhm. Denn sonst ziehen sich ja immer diese Schlieren dorthin. Und was der hier halt macht, ist, in einer gewissen Größe kann ich damit die komplette Hautstruktur nachempfinden. Siehst du? Also, cool. Und je nachdem, wie ich halt schiebe, aber der hat auch ein eigenes Leben. Also ich kann den auch so schieben, wie der Wichtfinger normalerweise reagieren würde, wenn du den Abstand nicht rausnimmst. Ja, also je nach Größe kann ich verschiedene Sachen damit machen. So wird er halt geschoben, gehe ich schnell drüber, dann nehme ich das und verwische es einfach, wie als wenn ich jetzt ein bisschen Kohle auf dem Papier hin und her schieben würde mit dem Finger. Wow. Das ist, was ich meine. Also total kreativ, alles mit so einem einfachen Werkzeug, was schon seit Dekaden in Photoshop drin ist. Den habe ich noch nie gesehen. Hat er einen Namen? Ja, das ist der normale Wischfinger, aber diese Pinselspitze ist in jedem Photoshop mit drin. Man muss halt mal ein bisschen Ausschau halten. Der sieht so aus. Also das ist die eigentliche Spitze hier. Wenn ich den Abstand rausnehme, die Größe kann man den, ja, größer kriege ich ihn jetzt leider. Doch, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen größer mache, dann sieht man vielleicht besser. Ich gucke mal auf den dunklen Hintergrund. Das ist die Pinselspitze, so sieht die aus. Ne? Einfach mal nachschauen, die Größen variieren. Ich habe den mal in einer 50er Größe in einem Photoshop gesehen, aber der ist, seit es Photoshop gibt, ist der standardmäßig mit drin. Kann jetzt das nicht ist sagen, eine wie er Tiki-Maske. Heißt. Ja, so ungefähr, ein bisschen tiki, so sieht das ein bisschen aus. Ne? Kann man sich auch aus normalen Pinseln nehmen, wenn man möchte, aber ich habe herausgefunden, gerade für so ein bisschen Kreide oder halt für Hautstrukturen zu färben oder zu verwischen, eignet sich der hervorragend als Wichtfinger. Also ist echt ein sehr schönes Werkzeug. Mein All-Time-Favorite. Sehr cool, danke für den Tipp. Ja, gerne. Tim sagt, der Rorschach-Pinsel. Der Rorschach-Pinsel, genau, richtig. Und Via Lucia ist in den Chat gekommen, sagt, hallo ihr Kreativen, leider erst jetzt seid, aber immerhin sehr coole Sache, Oliver. Ja, danke schön und willkommen. Und nicht viel verpasst hier, es sind nur ein paar Details hinzugefügt worden. Ich denke, da muss ich auch gleich mal mit aufhören, damit wir noch ein bisschen was Sinnvolles gemacht bekommen. Ist alles sinnvoll, gehört alles dazu. Ja, der kreative Prozess eben, ne? Aber es ist nicht so zufriedenstellend, weil man hat nicht so die großen, also gestern war halt so schön, man hat diese großen Flächen einmal und alles ist gemacht und man sieht direkt eine Veränderung und das hier geht halt so ins Detail rein, man muss schon echt suchen, bis man dann die Details sieht, die geändert wurden. Wow, mach nochmal. Was denn? Ja, okay, es ist schon ein bisschen was passiert. Ja. Sehr schön. Also so waren wir gestern und das ist jetzt bis heute passiert. Also eben. Aber mir ist noch gerade was Wichtiges aufgefallen. Das habe ich nämlich vergessen. Und zwar an der Hand sind noch gar keine Roboterstellen. Das ist eine wichtige Sache. Also bei mir macht das immer sehr viel aus. Ich habe da auch mittlerweile so ein eigenes Design erstellt, bei dem ich halt so ein bisschen diese schmalen Kanten und dann, wie gestern schon erwähnt, diese dicken Linien halt unterbreche, als wenn das hier so Scharniere wären, die dann so rausbrechen. Und an der Stelle ist dann die Haut auch freigelassen, weil die scheuern eh immer da dran und wenn das eine Synthetikhaut ist, dann ist die irgendwann durch. Ne? Hast du alles komplett durchdacht? Ja, nee, also ich habe eine Zeit lang auch in einer Fabrik gearbeitet, bei Volvo. Und zwar Construction Equipment. Wow, interessant. Das heißt also nicht in der Autofabrik, sondern die haben Baumaschinen hergestellt. Und da habe ich halt auch eine ganze Menge, ich habe im Prinzip nur so Finish-Touches gemacht, das heißt Aufkleber anbringen und mit Lack ein bisschen Stellen, die Monteure am Band halt gemacht haben, ausbessern mit Lack, mit Pinsel und so weiter. Also das ist nicht das Kreativste, aber man hat eine Menge über Maschinen gelernt und über verschiedene Abläufe und wie die Sachen aussehen. Ich denke, das kommt mir heute zu nutzen. Also, auf jeden Fall, cool. Auf jeden Fall. Wie er sagt, ich liebe diese Tipps mit dem Pinsel, weil jeder andere Präferenzen hat. Ja, es ist immer interessant zu gucken, wie andere arbeiten und was sie. Ja, genau. Das finde ich ja auch immer sehr spannend und man lernt da immer was dazu. Also auch etliche Zeiten, also das mit dem Blend-If, was wir gestern noch hatten, ne? Das sind auch Sachen, das habe ich mal in einem Video, ich meine, du kennst oder du kennst vielleicht selber, du hast dir schon
das 150. YouTube-Video angeguckt mit irgendwelchen Tutorials und das Gespräch ist immer sehr spannend. Aber die Tricks, die dann rüberkommen, kennst du schon alle schon ausprobiert, alles abgelegt in der Werkzeugbox. Und dann kommt dieser eine Kniff, wo du denkst, wow, warum lerne ich das erst jetzt? Ne? Ja, das liebe ich. Dafür hat es sich dann gelohnt, alles mitzumachen. Ich glaube, gerade dieses Panel von dem Effektsfenster, das ist für viele so ein richtig blinder Fleck, weil das immer aufploppt und man guckt gar nicht mehr hin. Und dann zu sehen, dass da eigentlich die ganze Zeit sich so eine Funktion verborgen hat, das ist immer ein kleiner Mindblower. Ja, richtig. Also viele Sachen sind ja sehr versteckt. Und was ich halt auch sehr spannend finde, das habe ich auch im Unterricht halt immer mal gerne angesprochen, weil viele meiner ehemaligen Studenten kamen ja schon aus dem DTP und kannten alles Mögliche. Und eine Sache habe ich immer ganz gerne gemacht, das war so eine Bildbearbeitung mit dem Kunstprotokollpinsel. Ah. Und das ist halt eine Sache, da ist mir dann auch später erst aufgefallen, zum Teil in der Recherche, aber auch, weil ich zwischenzeitlich für einen Workshop in einer englischsprachigen Version von Photoshop arbeiten musste, fürs Advanced Photoshop Magazin. Und da ist mir dann aufgefallen, bei denen heißt der Art History Brush. Yes. Und es hat eine ganz andere Bedeutung. Ja, nein, und vor allen Dingen, wenn du den Pinsel dir anschaust, der geht auf Seurat, der geht auf Van Gogh, weil das eben darauf ausgelegt ist. Und dann macht Art History Brush natürlich Sinn. Und da frage ich mich, warum ist der in Deutsch nicht als Kunstgeschichtspinsel? Das gibt es in ganz vielen Sachen in der UI, wo die Übersetzung, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber es hat vielleicht eine KI gemacht. Und wer weiß. Aber schade, weil die Bedeutung geht dadurch verloren und man verwechselt es wirklich nur mit dem Protokollpinsel, der natürlich auch eine gute Aufgabe hat, aber eine ganz andere. Und die Bedeutung geht dadurch wirklich maßgeblich verloren. Und ja, man weiß gar nicht, was dahinter steckt eigentlich. Genau, das merkst du nur. Den habe ich zum ersten Mal gesehen, den Pinsel, als Tim den in einem Video benutzt hat. Okay. Ja, da kann man auch mal viel Zeit mit verbringen und rausfinden. Tim hat da auch ein gutes Beispiel. Der meint, der neues Control Brush ist im Deutschen bei Fresco die Geräuschkontrolle. Okay. Und bei dem neuen 3D-Panel in Adobe Illustrator ist das Volume auch die Lautstärke, was nicht die Lautstärke ist, sondern die Masse für die 3D-Kontrolle. Also das ist leider schade. Komplett untergegangen. Naja, so Sachen passieren eben. Ja, wie man auch sieht, bin immer noch auf demselben Layer, aber das ist einfach, ich glaube, manchmal ist es einfach Faulheit. Aber Effizienz speichern. Ja, tatsächlich ist es hier so, ich muss bei dem Rechner ein bisschen auf den Arbeitsspeicher achten, weil das ist das Einzige, wo ein bisschen Mangel dran ist. Gerade das, aber das lässt sich ja beheben durch solche einfachen Kniffe, indem man Ebenen spart. Ja, wobei, die machen ja nicht viel aus. Ja, aber die komplette Dateigröße, ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass er in die Knie geht, weil die Datei hier echt so 7000 mal 4000 bei 300 dpi. Ich dachte, oh, okay, muss ich vielleicht zwischendurch mal runterrechnen. Aber bis jetzt macht der M1 Mac das echt super mit. Oh, cool. Dafür, dass er nur 8 GB RAM hat. Also bin echt begeistert. Also der hat den M1-Chip, aber nur 8 GB RAM? Ja, ist die kleinste Ausführung. Ich habe den eben als Ersatzrechner schnell halt nur günstig bekommen und habe gedacht, naja gut, der wird wohl reichen, bis da was Stärkeres, Leistungsstärkeres kommt. Und das war aber gar nicht so geplant, weil eigentlich war ich ja mit meinem iMac sehr zufrieden, aber da hat dann die Festplatte mich verlassen. Und da musste ich mir was anderes suchen. Erstmal, weil die Leistung... Die Geschwindigkeit vom Rechner kommt ja durchaus auch durch die schnellen Flash-Speicher. Mhm. Und die Auslagerungsdatei, alles arbeitet ja auch mit der Geschichte. Und dir geht die Leistung schon enorm runter, wenn du eine externe Platte dranhängen hast. Ne? Ja. Und mit Aufmachen ist ja leider nicht, also hat man ein bisschen Geschwindigkeitseinbuße. Mist. Aber es hat auch zu was Gutem geführt, denn so habe ich jetzt für meine Regel, also für meine eigentlichen Bearbeitungen, das ist ja eigentlich nur so ein bisschen Zuschnitt, Druckvorbereitung und E-Mails schreiben und so weiter, habe ich jetzt halt da einen eigenständigen Rechner oder auch für Renderaufgaben. Das kann ja schon mal länger dauern, bis was fertig gerendert ist. Und dann habe ich zum Arbeiten in Photoshop den anderen Rechner, der komplett nur am Tablet hängt. Also das macht schon Sinn, die Prozesse ein bisschen voneinander zu trennen. Dadurch gibt es insgesamt mehr Leistung, auch wenn es ein bisschen Hardware getrennt ist.
Aber dafür kommt ja bald Universal Control, dass dann alles auch untereinander geteilt werden kann zwischen zwei Rechnern. Mhm, okay. Funktioniert ja schon zwischen einem Mac und iPad wohl sehr gut. Ich nutze das im Prinzip schon länger. Es gibt ein Programm, das nennt sich ShareMouse. Damit kann ich quasi mit meiner Maus oder auch ja, mit der Maus von dem einen Rechner zum anderen gehen, so als wenn sie miteinander verbunden wären. Ach. Ja, kostet allerdings noch. Und naja, ich habe ein bisschen die Hoffnung, wenn diese Universal Control von Apple dann sich mal auch auf alle Rechner etabliert hat, dass ich dann da kein extra Programm mehr brauche. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Das ist ja interessant. Ja, das haben die schon letztes Jahr angekündigt, im Herbst irgendwann. Ist aber leider, hat noch nicht so funktioniert. Und jetzt ist wohl in der aktuellen Version vom aktuellen Betriebssystem ist eine Beta draußen. Und mit iPads funktioniert schon. Und das sieht dann sehr spannend aus, wenn du von deinem MacBook zum Beispiel eine Datei rüberschiebst zum iPad. Dann sieht es aus, da geht einfach der Mauscursor geht mit rüber. Und du lässt die Datei fallen und es geht dann im Dateiordner auf. Wow. Das ist schon cool. Sehr cool. Ja. Also das Netz dreht gerade durch deswegen und ich denke mir so, ja, das habe ich schon seit einem Jahr, aber ist okay. Und witzig finde ich, an der Stelle ein kleiner Hinweis, weil es witzig war, als ich das rausgefunden habe, ShareMouse, das Programm, mit dem ich das machen kann, was Universal Control von Apple jetzt ein bisschen später erst rausbringt, die Leute, die das rausgebracht haben, dieses Programm, sitzen in Trier, also quasi in meiner Heimatstadt. Cool, cool. Fand ich sehr witzig, als die Rechnung dann bezahlt habe, gesagt, wow, Moment, die sitzen in Trier? Das kann ja nicht sein. Naja gut, so klein ist dann die Welt manchmal. Kannst ja nach Rabatt fragen. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht einen Blogartikel schreibe und vielleicht kriege ich dann einen kleinen Rabatt. Na gut. So, ich habe jetzt hier mal grob alles vorskizziert, vielleicht nicht an allen Stellen, aber mal ganz grob, um meine Arbeitsweise zu zeigen, wie ich normalerweise vorgehe, wenn ich jetzt nicht Fototeile einsetze. Das ist jetzt tatsächlich hier in dem Bild für die Android Legacy Serie so ein Novum. Das habe ich sonst bisher nicht gemacht, außer bei der Dolores. Das war das mit dem Gesicht. So, aber die Arbeitsweise, wie ich das hier habe, ist eigentlich so der übliche. Also wirklich alles von Hand erst mit Schwarz oder mit einem dunklen Farbton vormalen, die Silhouette. Und dann eventuell die Stellen, die sich hervorheben, ein bisschen rausnehmen. Und dann später den Modus auf farbig abwählen setzen. Dann muss ich allerdings ein bisschen gucken, dass ich den Fluss rausnehme. Am besten ist mit einem strukturierten Pinsel zu arbeiten. Mittlerer grauer Wert. Und dann kann man so ein bisschen die Highlights noch ein bisschen pushen. Ah, cool. Also an den Stellen, wo halt noch Licht draufkommen soll, es ist, da kann noch ein bisschen mehr passieren. Ich habe jetzt gerade eben noch nicht so viele Details reingemalt. Ne, aber so in der Entfernung wirkt es dann halt so fast wie das hier. Ja. So, das ist ungefähr so das, wo es hinführen sollte. So, darf natürlich nicht, wenn ich jetzt wieder... Und der David ist im Chat und sagt, ich bin endlich hier, hab's geschafft. Ich wollte mich noch für die Präsentation bei Herrn Wetter bedanken. Ja, gerne. Oh, jetzt sieht's richtig cool aus. Das ist das, was ich meine, wenn es dann anfängt zu leben. Mit der normalen Hautfarbe geht das natürlich wesentlich besser als mit der als mit dem Weiß. Aber da muss man dann so ein paar Kompromisse halt einfach eingehen. Ich glaube, das geht leider gar nicht anders. Bei manchen Sachen muss man überlegen, vielleicht macht es auch Sinn, das breiter zu machen. Das ist immer so eine konzeptionelle Geschichte. Das kann ich leider auch nicht so planen. Das ist auch der Punkt, warum ich mittlerweile nicht so mehr wirklich für Auftragsarbeiten empfänglich bin, weil ich schon mal so bei 80% Fertigstellung das komplette Konzept über den Haufen werfe und dann komplett neu anfange, weil ich merke, es ist einfach Müll. Es passiert seltener, aber es sind einfach Dinge, wo dann der Kunde sich festgebissen hat und gesagt, oh, das ist doch schön. Und dann allerdings aus meinem eigenen Empfinden heraus sage ich dann, nee, also es ist nicht das Beste fürs Bild, sagen wir mal so. Das Bild könnte besser sein. Aber da haben wir ja gestern schon das Gespräch drüber gehabt mit Auftrags und Sachen. Mhm. Da waren alle hin und weg von deinen Buchcovern, von denen wir gar nichts wussten. Ja, so kann das gehen. Ja, da habe ich den Oliver nach dem Stream auch gleich noch wegen dem Adobe Live Buchclub angehauen und gefragt, ob das vielleicht was ist, wo er interessiert dran wäre.
Ja, das klingt auf jeden Fall. Haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Auf jeden Fall sehr spannend. Ja, da gibt es auf jeden Fall Sachen, die ich gerne weitergeben kann und Infos. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt an dem Cover arbeiten muss, warum nicht? Also. Ja, das war dann der Kompromiss. Ich arbeite in dem Cover und Oliver erzählt über seine Erfahrung in der Buchbranche. Ja, da kann ich Oh. mittlerweile schon auf 10 Jahre zurückgreifen. Ein Tim bisschen. sagt, ich möchte übrigens noch eben völlig abseits vom Thema erwähnen, dass heute der 2.2.2022 Dickes Ei, ich schnapp's da, ja. ist. Ja, ich glaube, das mit dem Buchclub, das sollten wir mal im Auge behalten. Ich bin Sehr ja gerne. jetzt im Moment auch hier in Amerika, weil wir Recherche machen, weil Russell und ich, mein Freund, an einem Kinderbuch arbeiten wollen. Das heißt Roadrunner Ricky. Und dafür fahren wir hier in die Wüste und gucken uns die Roadrunners Okay. an. Von daher würde ich dann von deinem Wissen auch sehr gerne profitieren, Oliver. Sehr gerne. Oh ja, und Sehr. Fotos machen auf jeden Ja, Fall. Also ich würde auch unbedingt. mal gerne welche in echt sehen. Ist ja Die noch sind mal total was. lustig. Und der David fragt gerade, wie bekommt man denn einen Auftrag für Konzeptart dieser Richtung? Ja, also die kurze Fassung ist einfach die Sachen machen, die man gerne machen möchte. Und dann online posten. Das ist es eigentlich. Ja, im Grunde Und seine, die Arbeit machen, die man macht, und dann sagen, da bin ich. ja, Das und es kann ich ist dann. leider so, dass es nicht direkt von Anfang an passiert. Aber wenn man dran bleibt, wenn man mit Leidenschaft da rangeht und nicht nachlässt und immer wieder dran bleibt und schaut, was kann man machen, wie kann ich besser werden, wie kann ich vor allen Dingen was da reinbringen, was so vorher niemand reingebracht hat. Also es muss natürlich schon was sein, womit man sich abheben kann. Ne? Und es gibt ja genügend Themen, mit denen man das machen kann, ob das jetzt Fanart ist oder ob das eine eigene Version von irgendwas ist, wo man sagt, boah, ich hätte es gerne so gesehen, hat ja niemand gemacht, also mache ich es jetzt selber. Das ist, Ja, glaube da ich, hast immer du recht. die beste Basis, um etwas zu schaffen, was Leute bewegt. Und dann ist man auf einem guten Weg, denke ich. Und das wird wahrscheinlich ein Teil von dir selber sein, irgendwas, was dich anspricht und inspiriert, was ja dann wahrscheinlich total individuell ist. Das ist ja genau das. Die meisten machen den, nicht, ich will nicht sagen, dass es ein Fehler ist, aber es ist halt, gucken immer, was machen andere oder was wollen Ja. andere. Dabei ist aber das eventuell nicht das, was dich glücklich macht auf Dauer. Und deswegen finde ich so wichtig, etwas zu tun, von dem ich weiß, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt einen Auftrag bekäme hierfür? Dann kann ich sagen, ja, das macht mir Spaß. Ich muss natürlich schauen, ob ich es zeitlich hinbekomme. Aber in erster Linie kann ich sagen, habe ich Lust drauf, würde ich gerne machen, kann ich mir auch öfter vorstellen. Ja. Und ich meine, natürlich ist man, wenn man anfängt oder wenn man versucht, einen Fuß in eine Industrie, in eine Branche reinzukriegen, ist das erstmal alles spannend. Aber es ist natürlich, jede Branche hat auch so ihre eigenen Fallstricke und Problemchen. Und das lernt man dann alles mit der Zeit. Und dann merkt man, ach, ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, Und dann klar. stellt man sich ab einem gewissen Punkt die Frage, will man das wirklich? Ist das das, was ich wirklich im Leben haben möchte? Und all solche Sachen. Das gebe ich einfach nur zu bedenken. Deswegen, ich denke aber, gut aufgestellt ist man eigentlich dann, wenn man sagen kann, jawohl, da stehe ich dahinter, das ist genau mein Ding. Wenn ich das 10 Jahre am Stück machen muss, habe ich voll Freude dran. Das stimmt, dann bist Das du ist gut super. dabei. Und Und der dann David kommt. fragt, ob wir nochmal den Link mit den Assets posten können. Das kann der Ja, Tim bitte. bestimmt für dich machen. Auf jeden Fall. Da ist auch heute noch, wie gesagt, das dritte Buch reingekommen. Gerne mal mit reinschauen. Also es ist eine Zusammenfassung, aber genau. Und die Ruth sagt, ich mache nur, was ich will, deshalb habe ich auch keine Zielgruppe. Auch kaum eine Zielgruppe. Ja, das kann man so nicht sagen. Also ich mache ja auch, was ich machen möchte. Mittlerweile mehr als früher, aber es kommt drauf an. Ne? Also ich denke, das ist einfach eine Frage, ob man eine Schnittmenge findet zwischen dem, was man selber will und dem, was andere wollen. Ich meine, es ist so ein Schieberegler, so sehe ich es immer. Ne? Wie in Photoshop auch, mal überall Schieberegler. Und es ist eben, wenn der Schieberegler nur auf dem steht, was ich mache, dann muss ich davon ausgehen, dass ich natürlich eine schwere Zeit habe, jemanden zu finden, der das auch gut findet. Wenn ich zu weit auf die andere Seite gehe, nur das mache, was andere wollen, ist zwar auch gut, aber dann mache ich ja nicht, was ich möchte. Und Ja, du irgendwo in der verlierst deinen Mitte, Drive, ja. genau, und in der Mitte den Schieberegler zu haben oder mal ein bisschen in die eine Richtung, mal in die andere, ist vollkommen natürlich und vollkommen okay. Ich denke, Ja, das ist die Balance, die man braucht, ne?
Ganz genau. Und das ist ja das Gesunde daran. Also man sollte eine gesunde Balance wahren. Das ist so mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte. Deswegen auch, Auftragsarbeiten sind auch sehr schön, aber sie sind auch sehr einschränkend und bisweilen auch manchmal dann einfach auch nicht zufriedenstellend. Und man wünschte sich, man hätte mehr Zeit gehabt oder man wünschte sich, man könnte es anders interpretieren. Ich hatte schon auch für manche Cover super Ideen gehabt und die sind dann leider bei den Programmdirektoren halt nicht durchgegangen, weil sie gesagt haben, ja nee, ist nicht für Konservative geeignet. Ne? Das ist zu genau die andere Richtung. Gibt es auch immer diese Schieberegler. Du musst halt das machen, was genau die Zielgruppe haben will. Also Das ist dann zwar nicht deine Zielgruppe, aber es ist die Zielgruppe vom Kunden. Und naja. Der hat das Geld, ja. Genau, und er möchte ja was haben. David fragt noch, suchst du auch Sponsoren für größere Arbeiten? Oder hast du das vielleicht früher gemacht? Sponsoren inwiefern? Jemand, der dich finanziert vielleicht oder deine Projekte finanziert, damit du arbeiten kannst. Ach so, im Sinne von Mäzen oder Patronen, wie es bei Patreon. Habe ich das jetzt verstanden? Ja, du bist ja bei Patreon. Gutes Stichwort. Ja, genau. Ja, das ist dann halt natürlich mehr so dieses Crowdfunding oder so in der Richtung halt eher. Ne? Aber ich habe das halt eigentlich auch recht spät, naja, kann man so schlecht sagen. Also bei Patreon war ich eigentlich als einer der Ersten. Da war die Plattform gerade aus dem Boden gestampft worden. Ich habe gedacht, naja gut, guckst du mal rein. Und dann habe ich aber, meinen Namen registriert, E-Mail, also Account angelegt und dann, glaube ich, ein halbes Jahr nichts mehr gemacht. Und danach waren Leute wie Ilya Kufchenow und Sakimichan dort, haben im Monat, keine Ahnung, ihre 10.000 Euro verdient und ich stand da so, hä, warum habe ich nichts gemacht in der Zeit? Ja, und dann bin ich halt erst zu spät wieder da reingekommen, als dann schon eigentlich schon wieder uninteressant war. Ne? Also ich habe da halt den Zug verloren, also verpasst. Und persönlich habe ich mich nie darum gekümmert. Und aber was ich gemacht habe, ich habe letztes Jahr, oder jetzt durch die Corona-Krise halt, gelernt, aus öffentlichen Mitteln zu schöpfen, also sprich Stipendien zu beantragen oder Förderungen und wie das halt eben läuft, weil dort halt eben auch gesagt wird, okay, du musst was machen dafür, es ist nicht einfach so eine Förderung, du musst halt schon was tun, deswegen nennt sich das Stipendium, aber du kriegst halt hier Geld und dadurch hast du dann 3 Monate Zeit, irgendwas zu machen, was du gerne möchtest. Also das würde ich schon fast am ehesten damit gleichsetzen. Ne? Das ist ein toller Tipp, Oliver. Da gibt es viele auch lokale Kunststipendien, die manchmal auch ortsabhängig sind. Da kann man einfach mal online schauen, was die Kulturindustrie da oder die Kulturbranche da einen so anbietet. Da gibt es auch manchmal Kulturreisestipendien. Da wird man dann irgendwo hingeflogen im Austausch mit anderen Leuten, anderen Ländern. Das wird finanziert und dann arbeitet man an einem Kunstprojekt und dann ist man klüger und kommt zurück mit einem coolen Projekt. Ist manchmal ein bisschen Papierarbeit, aber es lohnt sich. Ja, und meistens muss man ja noch eine Dokumentation schreiben. Aber Entschuldigung, das ist halt echt so, dass das Problem, wo man sagen muss, das gehört einfach mit dazu. Ja, das hilft also, ja auch. Das geht ja wie ein Verwendungsnachweis. Ich muss halt dann sagen, okay, ich habe das gemacht. Und dafür ist das, meistens geht es gar nicht darum, dass man sagen muss, was habe ich mit dem Geld jetzt gemacht, sondern es geht einfach nur darum, habe ich kreativ irgendwas machen können. Ich hatte zuletzt halt jetzt auch durch, auch im Dank an der Stelle, ein Neustart-Team und VG Bildkunst hatte ein Stipendium gehabt. Und da war ich ganz erstaunt, dass die noch nicht mal am Schluss die Bilder sehen wollten, die entstanden sind. Sondern es ging lediglich, als Einzigste, was ich einreichen konnte, war eine Dokumentation. Ja. Und die durfte 5.000 Zeichen haben und auch nicht mehr. Ja, ja. Und das hieß also in dem Fall wirklich, man muss sagen, hat es mir was gebracht? Habe ich vielleicht eine Perspektive gewonnen, um künstlerisch mich weiterzuentwickeln? Oder hat mir dieses Projekt dabei geholfen? Und das war das Einzige, was die wissen wollten. Und also, da muss man sich jetzt nichts vormachen. Das ist nicht großartig viel Arbeit. Man muss halt einfach nur sagen können, okay, ich habe das wirklich gemacht. Das habe ich mir vorgenommen und das wurde umgesetzt. Und, ich habe auch schon Stipendien gesehen, wo es am Ende dann auch eine Kunstausstellung gab, die dann finanziert wurde. Also das ist schon was. Ja, richtig, richtig. Dann gab es jetzt genau das Gegenteil davon, weil es halt diese Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, die haben nachher mit dem Kultursommer zusammen eine Webseite aus dem Boden gestampft, kulturschaufenster-rlp.de nennt sich das. Mhm. Und dort kann man alle Stipendiaten sehen, also sie können dort ihre Arbeiten hochladen und was dazu schreiben und man kann dann nachher auch wirklich sich durchklicken und sich anschauen, was jeder Einzelne gemacht hat. Das fand ich auch sehr schön. Das ist eine tolle Sache, das zu präsentieren, gerade während hier niemand das Haus verlassen durfte. Richtig, richtig. Und auch mitmachen zu können, weil das war ja dann schon immer sagen, okay, du darfst jetzt was machen und dafür hast du mal 1-2 Monate ein bisschen finanzielle Sicherheit. Ja. Fand ich eine sehr gute Sache.
Auf jeden Fall. Du hast übrigens noch ungefähr 25 Minuten, Oliver. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen Turbo machen. Okay. Und der David sagt, wenn man sich gegen 10.000 Kunststudenten durchsetzen muss, ist das nicht so einfach und die Papierarbeit ist die Hölle. Das stimmt nicht unbedingt. Manchmal ist man überrascht, wie wenig Leute sich da bewerben, weil das einfach auch nicht populär ist oder Leute das nicht wissen. Und so viel Papierarbeit ist das auch nicht unbedingt. Einfach mal ausprobieren. Ja, ich würde auch sagen, probieren. Die Angst davor, dass man scheitert oder dass es zu viel wird oder irgendwie nicht klappt, das ist meistens unbegründet. Ja. Ich würde immer sagen, probieren geht über Studieren. Und wenn man es näher gemacht hat und man merkt, es ist doch nichts für mich, es ist zu viel Papierkram oder es stört mich oder ich fühle mich eingeschränkt in meiner Arbeit, ja, aber dann hat man wenigstens die Erfahrung und weiß später dann, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, man wird wirklich überrascht sein, dass es wirklich einiges an Freiheiten bietet. Und das ist ja auch wirklich etwas, dass man eine Möglichkeit bekommt von einer öffentlichen Stelle und gesagt bekommt, okay, wir unterstützen dich dabei, das zu tun, was du tun möchtest. Sag uns einfach, was du tun möchtest. Und dann reicht es ein. Und in den meisten Fällen ist es wirklich sehr wenig Text. Ich war überrascht, wie wenig es bei der Stiftung Rheinland-Pfalz ist. Aber es kann wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Das definitiv. Das möchte ich auf jeden Fall an der Stelle auch erwähnt haben. So. David sagt, er wohnt im Frankenthal und in Rheinland-Pfalz über dem BBK hat man keine Chance. Irgendwer hat ja eine Chance, irgendwer kriegt es ja. Aber ja, der BBK ist ja auch relativ bekannt, gibt aber auch kleinere Stiftungen, wo man mal reingucken kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, lohnt sich auf jeden Fall immer mal zu gucken. Und Ruth sagt, jetzt in Behance mit dem Abo-System einzusteigen, ist der richtige Zeitpunkt. Das versuche ich nämlich gerade mit meinem Stream. Das, was für dich damals Patreon war. Ja, okay. Cool. Aber vielleicht kann der Tim nochmal deinen Patreon-Link in den Chat posten. Denn okay. ich bin ja auch quasi da dein Patreon, schon seit ein paar Jahren. Also seit du eigentlich letztes Jahr da warst. Richtig. Ja, da bedanke ich mich auch mal an der Stelle auch. Ich danke dir. Du bist auch nicht der Einzige, den ich da backe. Ich habe auch noch den Marco Bucci und ein paar Leute, die so schöne Dokumentationen machen und die auf YouTube veröffentlichen, profit-free. Und es lohnt sich schon, da Leute zu unterstützen, wenn da toller Content bei rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das Schwierige ist halt für einen Künstler selber, der was macht, man hat immer so ein bisschen den Druck, ich muss wieder was machen, ich muss wieder was posten. Und diesen Druck rauszunehmen, sagen zu können, okay, ich habe halt meinen eigenen Pace, meine eigene Tempo. Zeit. Genau. Das muss man einfach kommunizieren, das ist vollkommen klar. Das wissen aber die meisten Leute, glaube ich, auch. Also wer da so Erwartungen hat, dass da jede Woche was kommt, du bist ja kein, weiß ich nicht, YouTube-Influencer, der jede Woche ein Video aufnimmt. Nee, das ist. Genau, wie du schon sagst, wenn man das kommuniziert und die Erwartungen stimmen, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ich würde mich dann nie aufregen, wenn man von jemandem eine Weile nichts hört, überhaupt nicht. Ja, das habe ich auch bisher gemerkt. Also bisher sind alle Patreons von mir, auch an der Stelle nochmal danke, sehr, sehr loyal und da freue ich mich auch drüber und bin auch immer froh, wenn ein Feedback, letztes kam wieder eine SMS von einem Freund von mir, der dann, von dem ich auch weiß, dass er mich supportet und dann gesagt, ey, tolle Wallpaper, danke nochmal an der Stelle und ich dachte so, ach ja, klar, sicher, der ist ja auch bei Patreon und aber das kam dann halt über SMS, also ein ganz anderer Kanal wieder zurück, wo ich dann dachte so, ja, das ist schön, ne? So hat man wieder mal was, um sich zu unterhalten oder mal sich in Erinnerung zu bringen. Und es ist nicht bei jedem Mal, das ist dann schön, wenn das mal wieder passiert. Ich glaube, es ist auch ein Irrtum zu denken als Patreon, also als jemand mit einem Patreon-Account, dass die Leute nur da sind für die Perks, die man da anbietet oder also ja den Content, den man kreiert. Ich unterstütze dich, weil ich deine Arbeit toll finde und weil ich mir vorstellen kann, dass es einfach gut ist, wenn man ein Einkommen hat und sich da nicht ständig drum sorgen muss, dass man dann einfach kreativer ist. Ich mache das einfach, weil ich dich mag, nicht weil ich was von dir erwarte. Ja? Ich glaube, viele Leute gehen da so ran. Ja, aber wobei es gibt natürlich auch viele, die haben das halt geprägt, weil sie sagen, okay, es gibt die und die Goodies und ihr kriegt alle Pinsel und alle Wallpaper, die ich habe und so. Ja, und das ist ein selbstgemachtes Leid irgendwo. Schwer anzukommen, ne? Wenn man dann sagt, naja, ich habe jetzt halt nur ein Tippjar, weil ich es zeitlich einfach nicht schaffe. Aber einer zu meinen wichtigen Policies zählt halt, dass ich, sobald ich ein neues Bild habe, erscheint es bei Patreon zuerst und erst dann kommt es woanders. Auch wenn es manchmal so rüberkommt, das ist nicht so. Ich habe nur leider letztens, mein Output ist bei Instagram oder sonst wo so gering geworden, dass ich Sachen jetzt teilweise erst ein Jahr später posten bin, was ich schon vor einem Jahr bei Patreon gepostet habe. Ne? Also so krass ist das. Das ist von der Zeit her einfach. Also Corona hatte einfach, ich war vorher sehr organisiert und Corona hat einfach dieses Gefüge aus Zeit und, keine Ahnung, wie man das nennen kann, so auseinandergerissen.
man kommt in der Planung einfach nicht mehr so voran. Das Zeitkreativgefüge. Ja, ganz genau. So, ich habe hier noch was gemacht, da wollte ich kurz noch was zu erzählen. Das ist jetzt so zu den Effekten, ist das hier ist noch Schritt 1 für die Finishing Touches, die ich immer ganz gerne verwende. Bei den Bildern, ich habe gestern noch was gesagt, ganz vergessen zu zeigen. Wir hatten noch das Gespräch gehabt und ich habe zu dir gesagt, erinnere mich noch bitte an Cybersauron. Ne? Ich erinnere dich jetzt an Cybersauron, Oliver. Super, das ist eine sehr gute Sache, weil den habe ich nämlich hier. Oh, wow. Da ist er. Ja, komm schon. Oh ja, der ist total cool. Und ja. Das ist Sauron eben mit Science Fiction. Komplett aus Motorradteilen entstanden. Wahnsinn. So. Und falls das interessant ist, ich habe hier noch einen anderen, der ist, finde ich persönlich, ein bisschen besser gelungen. Also der hat noch so ein bisschen mehr diesen Cyborg-Charakter. Und dazu gibt es noch ein Video dazu, wie das entstanden ist. Das ist nämlich auch wirklich tatsächlich Bob Ross, also alles Happy Accidents, wie das passiert ist. Und da kann man sich das noch anschauen im Video. Aber ich wollte darauf hinweisen, waren halt diese Effekte, die ich hier so ein bisschen noch habe, mit diesen Lichtern. Ich finde, die machen nachher aus diesem ganzen Ding halt so, die machen das so ein bisschen besonders. Lebendig auch. Bisschen lebendig, so als wenn das wie so Adern unter der Haut noch ein bisschen. Ja, genau. Genau. Und jetzt habe ich gedacht, naja, probierst du es mal mit dem Rot und das passt ganz gut hier zu dem Rest. Und eigentlich male ich das wirklich nur mit dem einfachen. Ich bin immer noch mit demselben Pinsel am Malen. Also ich habe, glaube ich, seither keinen anderen gewählt. Das ist echt wirklich cool. Und einfach nur deckend dieses Rot drauf gemalt, dann dupliziere ich die Ebene ab einem gewissen Zeitpunkt, also wenn ich merke, das ist jetzt so okay. Und dann gehe ich kurz auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaussischer Weichzeichner. Das ist natürlich ein bisschen zu extrem. Ne, sieht man natürlich nicht, wo wir sind. Ach, da sind wir. Ja, guck mal da. Und geht nur ein bisschen darum, mit diesem Weichzeichner kann ich dann halt das simulieren, dass an der Stelle ein bisschen reflektiert. Und dieser Schein. Und dann nochmal ein bisschen auf farbig abwedeln gesetzt. Wobei ich wahrscheinlich zweimal duplizieren muss. Die Ebene ist nicht so deckend. Ja, vielleicht muss ich den hier auch noch duplizieren. Thoralf kam gerade noch in den Chat und sagt, moin zusammen, hab's leider erst jetzt zur letzten halben Stunde geschafft, aber wollt ja schon mal noch nachschauen, was aus der Cyborg-Gescha geworden ist. Genau. Da sind wir dran. Guck hier, die Adern, das Blut fängt an zu laufen. Und das sieht so cool aus mit ihrem Kimono, der Farbe. Ja, das ist jetzt der Zufall, oder wie es der Zufall eben will. Ich habe das jetzt nicht drauf angelegt, denn in meiner Sketch-Version, die ich halt habe, die auch auf dem PDF-Cover drauf ist, war das noch nicht drin. Das sind halt so die schönen Sachen, die passieren dann halt. Man hat so seine Routine, seine Struktur und irgendwann denkt man sich so, ach, wäre schön. Und eigentlich habe ich ja noch immer, das ist eine schöne Akzentfarbe, mit der man halt noch verschiedene Sachen hervorheben kann. Also das nutze ich immer ganz gerne noch als Gimmick. Und was ich noch festgestellt habe, war im Hintergrund, könnte noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, da würde so eine Verlaufsüberlagerung noch helfen. Yeah. Muss gar nicht so viel sein, aber das ist halt ein bisschen. Thoralf sagt, es ist das rote Kühlflüssigkeit. Ja, genau. Hut sagt, es pulsiert, das ist mega. Und Stefanie sagt, sieht total echt aus. Man sieht überhaupt nicht, dass es gezeichnet wurde. Toll. Das freut. So sollte es sein. Und dass jetzt auch, dass alles Motorradteile waren, mal irgendwann gewesen waren, das fällt jetzt auch kaum noch auf. Und dass es auch verschiedene Teile waren, sieht man nicht mehr. Sieht aus wie aus einem Guss. Wahnsinn. Ja. Selbst der Stöpsel. Ja, der sieht noch, da könnten noch ein bisschen Details, also Helligkeit, Schatten noch ein bisschen rein, das würde ich jetzt auch noch machen. Also gerade wenn es jetzt darum geht, das sind so Sachen, die bleiben jetzt einfach nur kurz, das ist eine Notiz für mich, mehr oder weniger. Alles, was ich auf der Ebene hier male, ist für mich nur Notiz. Und wenn ich einen ausblende, sehe ich ja, was habe ich gemacht? Oh, da muss ich nochmal ran. Dann wird hier nochmal ein bisschen wegradiert oder ich werde da noch ein paar Details drüber malen in der Farbe. Ich kann ja alle Farben aufnehmen vom Untergrund und da dran gehen. Aber was halt jetzt passiert, so zum finalen Abschluss, das kann jetzt sein, dass es noch eine Stunde Arbeit ist, nur solche Kleinigkeiten abzuändern. Da will ich jetzt euch nicht mit langweilen. Ich habe noch ein paar Kniffe, die wollte ich jetzt noch anbringen, die halt eben mit dem, ja, sag mal, mit der Cinematik, mit dem
wie bekomme ich es hin, dass das alles ein bisschen zusammengemerged wird? Ja. Wie geht das vonstatten? Und da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich möchte aber ganz kurz noch einmal die Farbe hier ein bisschen weg. Dirk sagt, jetzt musst du Bus noch animieren. Ja, das ist die Arbeit von anderen Leuten. Ich kann das nicht so gut. Vielleicht so ein bisschen es gibt ja tolle Apps, aus dem Schlauch oder so. Ja, das stimmt. Da gibt es ein paar Sachen, die es einem sehr leicht machen. Ja. Auch wenn es nur so ein bisschen der Kopf drehen ist, aber das sieht schon cool aus, kann ich mir vorstellen. Oder ein Zwinkern. Ja, richtig. Stimmt, am Auge könnte auch noch was passieren. Moment mal, ich habe doch hier, ich glaube, das mache ich aber auf einer neuen Ebene. Oder auf der hier, müssen wir gucken. Nee, ich hab's gerade nicht. Stimmt, Ruth hat recht, einfach die Ebene mit den Lichtadern ein- und ausblenden und schon blinkt das. Ja, richtig. Das ist eine gute Idee. Und die kann ich mal einfach alle gruppieren. Zack. Genial, ja, wie Weihnachtsbaum. Aber was jetzt auch aufgefallen ist hier, oh, cool. dieser eine Punkt hier, der vielleicht für das Auge zuständig ist. Und der leuchtet richtig, weil das Gesicht da so im Schatten ist. Dabei ist es noch nicht mal mit irgendeinem Effekt versehen. Ne? Das war jetzt reiner Zufall. Nur die Farbe. Einfach nur die Farbe aufgenommen, reingesetzt. Aber es sind so kleine Akzente. Also was ich halt mag, ist, wenn sich dann der Kreis so schließt. Also hier kämen zum Schluss auch noch ein paar rote, na, ich muss mal gucken, vielleicht am Rand diese roten Äderchen noch durch. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber das sind jetzt noch so Composing-Details da. Oder beim Malen halt noch die Details. Da will ich jetzt nicht mehr so ins Detail gehen. Das will ich dann erst malen. Für den Hauptworkshop bin ich jetzt eigentlich soweit durch mit allem, was ich zeigen wollte. Jetzt geht es noch ein bisschen ans Eingemachte, nämlich an die Details, wie es denn dazu wird, dass daraus eine gewisse Kinematik entsteht, also dass es ein bisschen fotorealistischer wird. Der erste Schritt, achso, eine Sache habe ich noch vergessen, die könnte ich da jetzt noch erst einbauen, genau. Das geht aber noch oben drüber, weil das ist noch so ein Effekt, aber davon muss ich das hier nochmal erstmal noch löschen. Und zwar so, Kinolandschaft hat ja doch unser Sehen ein bisschen geprägt. Und auch wenn es jetzt ein bisschen zu sehr Michael Bay ist, aber das Ganze hat halt doch eine gewisse Ästhetik. Und ja. Wer war der Regisseur von den letzten Star Trek-Filmen? Da waren auch so viele Lensflares drin. Das war der Michael Bay, genau. War das, ja? Ah, okay. Ja, richtig. Nee, dann ist es das hier. Nee, das kann ja nicht sein. Ja, Glow, sag ich mal. In ihr abwählen, ist besser. Der ist schön. So, nee, aber da geht nämlich auch im Hintergrund, durch die Helligkeit geht nämlich auch so ein bisschen der Blur noch ein bisschen weg. Und, ich will das nur verschieben, das machst du mir hier mit. So. Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen mit einer Maske. Ja. Mhm. So. Das ist so der einzige Effekt, den ich drüberlegen würde. Was das angeht, ich habe das Glück gehabt, dass ich mal von Media Militia so ein Lens Flare Pack gefunden habe. Und das gibt es aber leider nicht mehr. Ich habe es extra rausgesucht ich wollte es raussuchen für den Workshop hier, dann hätte ich das gerne verlinkt an der Stelle, aber leider gibt es das nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass die das in irgendeiner Form irgendwie abgetreten haben oder Rechte oder irgendwas war damit. Und deswegen habe ich aber in dem Workshop-Ordner diesen eine PNG halt mit reingepackt, also die ist davon. Ich kann nachher im Discord noch den Link posten zu Media Militia, denn die haben eine ganze Menge andere Sachen noch an coolen Texturen, Stocksachen, alles kostenlos, sehr coole Sachen, kann ich auf jeden Fall mal noch empfehlen. Und wer solche Lens Flares sonst auch noch so basteln möchte, es gibt einen Online-Generator dafür, der nennt sich BeFunky. Okay. Damit kannst du auch einfach dein Foto hochladen und du kannst entweder sagen, er soll selber ein Ding vorschlagen mit einem Lens Flare. Oder du kannst einfach aus den verschiedenen, die da sind, eins rauswählen und dein Foto damit noch ein bisschen aufpeppen. Fand ich sehr interessant, dass es online funktioniert. Also, ja, cool. Kann ich auch noch gerne posten, den Link. Und ja, das wäre mal so das Erste. Weil was mir aufgefallen ist, nur noch mal so ein Vergleich.
das fügt noch mal so ein bisschen was hinzu zu diesem Science Fiction, was wir halt haben wollten. Und deswegen würde ich das schon noch mit drin lassen. Sehr stimmig. Ja. Und genau, jetzt kann ich das machen, was ich vorher machen wollte. Also mit Command A, Command C, Command V füge ich alles auf eine Ebene kopiert einfügen. Richtig. Aber das ist Command Shift C, damit kopiert er alles durch. Und mit Command V fügt das dann halt nochmal an einer Stelle ein. Also für diejenigen, die das nochmal wissen wollten. Und ja, es gibt zwei Sachen, die ich halt ganz gerne nutze in der Stelle. Das eine ist hier beim Filter, Moment, wo sind wir denn da? Ah ja, genau. Objektivkorrektur. Das geht halt leider auch erst, wenn alles auf einer Ebene ist. Deswegen muss an der Stelle wirklich halt alles tipptopp sein, damit wirklich, weil wenn ich da nochmal rangehen muss, das Bild ändert sich halt näher komplett dadurch. Dann komplett von vorne an. So, was ich da an der Stelle mache, ist, dass ich die Rot-Cyan-Farbränder mal komplett verschiebe und die Grün-Magenta eben auch. Und wenn wir dabei sind, schon ein bisschen eine Vignette, kann man auch noch mit reinpacken. Und man sieht es jetzt schon, aber wenn wir gleich mal ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir halt genau, was passiert ist. Na, dann werden halt diese Ränder hier sichtbarer, die roten Ränder an der einen und die grünen auf der anderen. Und das Tool ist ja eigentlich dafür gemacht worden, um diese Ränder aus analogen Fotos oder von der Spiegelreflexkamera rauszulöschen. Mhm. Und Konzeptkünstler verwenden das halt als Gestaltungselement, um jetzt kommt es halt eben einfach, um das Ganze fotorealistischer wirken zu lassen. Also egal, was es ist. Das kann gemalt sein, das kann noch so grob sein. Machst du die Objektivkorrektur nachher drauf, sieht es aus wie ein Foto. Naja, nicht 100%. Aber den Kniff fand ich halt eigentlich noch sehr, sehr witzig. Und ich habe eine Zeit lang halt mir alles angeschaut, was der Dan Lovisi so macht. Das ist halt auch ein Konzept und Künstler halt aus Amerika. Und das war eine Sache, die mir da direkt aufgefallen ist. Und er hat es, glaube ich, in irgendeinem Workshop halt auch mal erwähnt. Und eine Zeit lang haben das fast alle Künstler halt auch verwendet. Und ich verwende es mittlerweile fast nur noch bei den Sachen, die wirklich fotorealistisch sein sollen. Denn dann wird auch diese natürliche Struktur nochmal hervorgehoben oder diesen analogen Effekt wird nochmal hervorgehoben. Das ist echt ein Ding. Dann mache ich hier noch einen Rauschfilter, noch Rauschen hinzufügen. Und das ist dann meistens... Jetzt sieht es auch aus wie aus einem Guss. Krass. Genau, das ist das, was halt zum Schluss halt noch kommt. Man muss halt aufpassen. Man muss halt mit der Größe ein bisschen aufpassen. Das kommt auf die Bildgröße an. Je nach Bildgröße kann man dann nochmal ein bisschen Stärke variieren. Also das, was eben war, war schon ein bisschen zu extrem. Ich fand es aber gut, sah aus wie aus so einem alten Film. Und was mir direkt aufgefallen ist, dass der Unterschied zwischen ihr und dem Hintergrund halt weg ist. Ja, ganz genau. Das ist darum geht es halt bei diesem Rauschfilter, dass es einheitlich jetzt ein Effekt ist. Was ich da noch gerne mache, ist, also auch ein netter Trick, den ich immer gerne verwende, ist, auf Bearbeiten und Verblassen zu gehen. Denn verblassen kannst du alles. Von Pinselstrichen bis Effekten, Filter, kannst du alles verblassen. Und zwar kannst du das, was du gerade gemacht hast, nochmal graduell einfach nochmal ein bisschen reinfaden oder eben nicht oder komplett auf Null setzen, wenn du möchtest. Und das Witzige ist, verblassen kannst du noch mit Ebenenmodif kombinieren. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist, und was ich halt ganz gerne mache bei diesem Rauschen, ist halt, damit die Farbe nicht so intensiv wird, entweder auf dunkle Farbe setzen oder halt auf aufhellen, je nachdem. Das kommt aber aufs Motiv an. Wenn das Motiv sehr dunkel ist, dann setze ich das Rauschen lieber nochmal auf aufhellen. Das ist hier zum Beispiel in dem Bereich, kommt dann ein bisschen mehr Zeichnung rein. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wenn man halt Sachen auch druckt, dann achtest du auf solche Sachen, weil du weißt, am Bildschirm müsste aber eigentlich Zeichnung sein. Und dann guckst du auf den Druck und dann ist alles platt. Und diese Rauschfilter-Geschichte, die hilft dann auch so ein bisschen Zeichnung reinzubringen, wo vorher sonst keine war. Wie bist du denn da jetzt hingekommen? Ausprobieren. Nee, ich meine zu dem Fenster. Zu dem Fenster da? Über Bearbeiten, Verblassen. Also das ist an der Stelle bei Bearbeiten. Man kann auch einen eigenen Tastenkürzel anlegen. Ich habe hier für mich Command und Minus als Tastenkürzel festgelegt, aber das ist ein Custom-Shortcut. Also das heißt, es gibt standardmäßig keinen dafür. Ich kann das Ganze nochmal Schritt zurück machen. Also im Grunde, was das macht, ist, den Schritt, den du davor gemacht hast, den verblasst das.
Richtig. Also ich habe ja, genau, ich mache das nochmal gerade zurück, weil das ging ja vielleicht doch gerade zu schnell. Also ich habe jetzt, ich mache erstmal den Filter, der ist ja jetzt schon eingestellt, ich brauche ihn nur zu machen. Rauschen hinzufügen, das habe ich dieselbe Stärke wie eben. Und jetzt habe ich hier bei Bearbeiten verblassen. Diese Möglichkeit habe ich, die war vorher nicht da. Und das geht aber wie gesagt mit allem. Ne? Man kann wirklich, man kann selbst den letzten Das ist der Pinselstrich Wahnsinn. kannst du verblassen, wenn du möchtest. Ne? Und man kann auch sagen, ich nehme da jetzt nur Farbe raus. Ja. Dadurch werden nur noch Farbkräuselungen sichtbar. Also wenn man ganz ins Detail gehen will, dann könnte ich das jetzt noch ein bisschen weichzeichnen, mache mit jedem Farblauf, also Magenta mit Grün, jeweils eine Weichzeichnung und setzt dann noch eine Körnung obendrauf, die nur auf Luminanz oder eben auf Aufhellen aufbaut. Dann habe ich 100% Kontrolle über die Struktur, die ich habe. Aber ich mache es meistens nicht, ehrlich gesagt. Das reicht mit Aufhellen und so 60, 70% Deckkraft. Und schon sieht das Ganze ein bisschen aus Genial. sehr homogen. Also fällt Ja. an den Stellen dann, ups, fällt an den Stellen dann halt besser auf. Ne? Schon ist es ein Bild, ne? Genial. Wow. Das war mein Tipp des Tages jetzt. Ja, das freut. Ja, ich hoffe, ich könnte was damit anfangen. Muss ich gleich mal ausprobieren. Wie gesagt, selbst die gemalten Kanten, die noch hier so stehen, die sehen auf einmal nicht mehr so schlimm aus, weil man halt sagt, das war ein Foto, ne? Also das Auge lässt sich da doch ziemlich leicht betrügen. Ja, das lässt sich sogar gerne betrügen. Ja, das Gut, ist sag, halt. guter Tipp, hätte ich auch schon mal gebrauchen können. Und Ja, Tim man sagt, muss es wissen. verblassen. Verblassen ist Ja. quasi Command Z mit Extra-Funktion. Ja, mit Transparenzregler, richtig. So kann man das sehen. Ich bin da aber tatsächlich irgendwann durch Zufall drauf gekommen, weil ich irgendwas machen wollte und das bearbeiten und dachte, verblassen, wieso steht denn jetzt da verblassen? Was Was ist heißt denn das das? eigentlich? Nur die Ah! Neugier, ne? Und dann stellst du fest, ich kann das alles nochmal zurücknehmen. Das macht halt besonders Sinn, wenn du irgendwelche Sachen hast, die das Bild stark verändern. Du sagst zum Beispiel, ja, das mit dem Rot-Grün-Kante hier ist zwar schön, aber es ist mir ein bisschen too much. Wobei man da aufpassen muss bei der Objektivkorrektur, die verzerrt auch das Bild. Ich zeige es nur mal ganz kurz. Siehst du, der wölbt das Bild halt dadurch auch noch Ja. ein bisschen. Also das war das Ausgangsbild. Und die Objektivkorrektur hat es nochmal wie so ein bisschen Fischauge dran gezogen. Also Wie durch eine Kamera gesehen. ja, man muss halt ein bisschen aufpassen damit. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man diese Rot- und Magenta und also Magenta und Grün Filter halt sehr weit auseinanderzieht, dann zieht es dann auch ein bisschen das Bild auseinander. Das liegt an der Berechnungsarbeit, die dahinter steckt, weil ja dann eine Korrektur von der Linse halt nachempfunden wird. Und ja. Ja, genau. Was ich nochmal probiere ist, manchmal bringt es was, manchmal nicht. Eine Lieblingsfunktion, die ich noch habe zum Schluss, ist halt Bild, Autokontrast. Also es ist ja, der Kontrast ist okay. Aber bei manchen Bildern, ich hätte jetzt gedacht tatsächlich, dass er in dem Bereich hier noch ein bisschen was rausholt. Aber das macht manchmal noch so zum weiteren Bearbeiten schon Sinn, Genial. das ein bisschen auszuprobieren. Das ist so Aber. cool geworden, Oliver. Ja, danke. Das freut, dass ich auch Wirklich alles geschafft genial. habe. Ja. Da wären wir soweit durch. Also, das waren jetzt die Effekte. Ich würde jetzt nur noch ein bisschen aufräumen und fein final rendern. Aber das wird jetzt, denke ich mal, das würden wir heute nicht mehr schaffen. Und Tim sagt, und dann zum Schluss alles in Camera Raw und auf Klarheit auf 1 Million, 1.000, was, wie sind das denn? 10.000% und fertig. Genau. Ja, mit Klarheit, genau. Ja, dann ist alles mit den Füßen wieder. Dann kommt ja der Hintergrund wieder durch. Genau. Alles Ja. umsonst. Ja, was heißt umsonst? Ja, Kamera Raw benutze ich auch sehr gerne, weil. Ach so, ich habe noch eine Sache vergessen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Natürlich, du hast noch 2 Minuten. Richtig. Ich habe an alles gedacht. Nein, habe ich nicht an alles gedacht. Eine Sache habe ich noch. Du hast ja Eine auch habe ich so noch. viel. Los. Und zwar habe ich. Ihr kennt euch da mit Sicherheit aus, ihr seid ja alles auch schlaue Füchse. Aber ich habe das halt auch erst letztens Gesundheit, für mich entdeckt und zwar Lookup-Tables. Und zwar, das ist eine Sache, die habe ich jetzt auch mit hier reingetan. Ich habe an meinem anderen Rechner, der nur zum Bearbeiten da ist, habe ich eine ganze Armada an Lookup-Tables. Und da klicke ich dann schon mal gerne durch, weil was die halt machen, ist halt die. Verändern das Bild halt die Tonwerte von dem Bild. Und schon ist ein anderer Film. Genau, und schon ist ein ganz anderer Film. Ah, oh, schön, das gefällt mir.
Genau, und da hatte ich halt eben mir das hier rausgesucht, glaube ich. Ich muss mal kurz nachgucken, ob das nicht dasselbe ist. Wow, das sieht toll aus. Genau, da wird nämlich alles, was blau ist, wird ein bisschen grünlich. Was grau-braun war, wird ein bisschen bronzefarbener. Und was mir dabei gefallen hat, war, dass das Rot von dem Kimono halt nicht mehr so im Vordergrund gestanden hat. Ja, das war sehr saturiert, ne? Ja. Also sehr im Vordergrund. Also selbst wenn ich nicht 100% so benutzen würde, so würde ich wahrscheinlich doch den, also was rot ist, so ein bisschen maskieren und mal schauen. Also was ich da immer ganz gerne ausprobiere, ist ein bisschen zurückzunehmen. Mhm. Muss auch nicht 100% sein, aber ich denke, das geht schon in eine interessante Richtung. Also entweder so, dann ist natürlich das Rot sehr knallig, oder diese Richtung, dann haben wir es ein bisschen mehr Bronze, ein bisschen mehr. Mir gefällt das. Steampunk vielleicht? Ja, ich weiß es nicht genau. Gut sagt, und schon ist sie auf einem Wüstenplaneten. Ja, zum Beispiel. Ja, richtig. Das wollte ich noch gezeigt haben mit dem Lookup-Table. Und da gibt es eine ganz gute Liste. Das habe ich im PDF in dem Book drin stehen und dann wollte ich das auf jeden Fall noch kurz erwähnt haben. Wäre ja schade, wenn nicht. So. Das wäre es eigentlich. Sehr cool, Oliver. Ah, lass uns noch mal angucken. Das sieht ja so großartig aus. Tim hat schon auf die Kamera geschaltet. Das ist so toll geworden. Vielleicht zeigst du einfach noch mal kurz das Stockfoto nur von der Geisha. Ja. Damit man noch mal nachempfinden kann, was hier eigentlich in den letzten 3 Tagen alles passiert ist. Weil das ist ja wirklich Wahnsinn geworden. Wahnsinn, was du da aus dem Foto rausgeholt hast. Genau. Damit haben wir angefangen am Montag. Und das ist heute draus geworden. Yay, großartig. Einfach genial, also wirklich. Ja, und jetzt bitte als Druck anbieten. Ja, wird noch kommen, wenn es denn soweit ist. Also wie gesagt, für mich ist noch ein bisschen Arbeit, aber im Hintergrund. Und es wird auf jeden Fall auch demnächst bei Behance dann zu sehen sein. Ja, sehr schön. Nochmal. Und vielleicht auch im Discord nochmal posten, wenn du das dann gepublished hast. Ja, gerne. Und der Chat ist dir dankbar. Stefan sagt, Visual und Information Overload heute. Danke dafür, war wieder schön mit euch. Danke für die tolle Woche, sagt Ruth. Mega, bekommt man richtig Lust auf Cyberpunk. Kerstin sagt, war wieder super klasse. Herzlichen Dank. Tim hat nochmal den Link mit deinen Assets in den Chat gepostet und auch den Link zum Discord. Thomas sagt, fantastisch, super, vielen Dank. Dirk sagt, am besten als 3D-Druck. Oh, das ist eine gute Idee. David sagt, Killer, ja. Andreas sagt, danke Oliver, war wieder klasse. Vielen Dank für die Top-Streams, so viel gelernt, sagt Michael. Ja, das also hier hagelt Lob, Oliver. Und da kann ich mich nur anschließen. Das war es im Grunde mit unserer Woche. Du warst der erste Gast, Oliver, der wieder einen 3-Tage-Stream am Stück seit Jahren hier performt hat. Und du hast das super gemacht. Da waren so viele Tipps und Tricks mit dabei. Das Ergebnis ist großartig. Thoralf sagt auch, war mal wieder wunderbar. Dankeschön, Oliver. Ich bin sprachlos. Ja. Ich bin auch sehr dankbar. Also es war super schön mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich auch. Und ich bin sicher, dass das nicht das letzte Mal war. Auf gar keinen Fall. Ich hoffe. Ja, und nächste Woche geht es bei uns weiter. Und zwar, das habe ich mir aufgeschrieben, haben wir als Thema die Winter Olympics. Und das wird mit Melanie sein. Und da geht es am ersten Tag mit Storyboard und Illustration im Fresco los. Am Dienstag werden Melanie und Robert zusammen das Ganze animieren. Und am dritten Tag geht es darum, das Ganze mit Adobe Rush für Social Media zu exportieren. Also es wird auch eine ganz runde Geschichte. Diese Woche auch 60-60-90. Viel zu lernen und Wahnsinn. Der Chat sagt immer noch, das war ein super Einstieg in die 3-Tage-Sessions. Gibt es künftig auch häufiger 3-Tage-Streams? Jawohl. Nicht jede Woche, aber ja, wir werden das jetzt öfter machen. Darum haben wir auch umgestellt auf Montag, Dienstag, Mittwoch. Von daher wird das jetzt bald mal wieder passieren. So, Oliver, vielen lieben Dank an dich. Wir hatten keinen Cat-Content. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber der Rest war großartig. Möchtest du noch was sagen? Nee, also ich bin auch sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist. Ich bin sehr dankbar, dabei sein zu dürfen, wie immer. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank für die große Vorbereitung, deine ganzen PDFs, deine Brushes, die Assets. Das hast du wieder großartig gemacht. Nochmal den Link zu Olivers Patreon in den Chat. Wer kann, bitte eine kleine Spende monatlich, denn das ist kommt hier auf jeden Fall in die richtige Richtung, glaube ich. Danke. Du hast es verdient. Danke, Oliver. Euch allen eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder und bis dahin bleibt schön gesund und kreativ. Ich denke, ihr seid jetzt alle maximal inspiriert. Bis dahin, macht's gut. Das hoffe ich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Thank you.
Mm-hmm.